Hagebuttene. Ja, meine Leute, Servus und herzlich willkommen zurück bei der Hagebuttene. Das folgende Video ist in einer Zusammenarbeit mit MedDoc entstanden. An dieser Stelle Grüße und Hashtag Liebe. So viel nur zur Information und nun viel Vergnügen. Mädel Leute, da bin ich wieder, euer zähnefletschender MedDoc. Heute mit einem Gast. Ich bin hoch erfreut, dass er hier ist. Und zwar unser Hagebuttene Mädel. Ja, Mädel. Mädel. Tag zusammen. Ja, und wir haben uns so mal gedacht, wir machen da mal wieder seit längerem einen Discord-League. Hast du ja, glaube ich, auch schon länger nicht mehr gemacht jetzt, ne? Nee, das ist schon lange her bei mir, genau. Also, ich weiß nicht. Ist ja auch, wie gesagt, es ist ja schwierig, irgendwas zu bekommen zurzeit. Und dann sind solche Sachen immer Gold wert, wenn man da nochmal schön, ja, was Gutes findet, so wie das jetzt hier. Wollen wir mal schauen. Ich kenn's noch nicht, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Ja, das ist genau das Ding nach dem Gerichtsverfahren, so Drachenlord Discord League, 23.10.2021, der Tag nach dem Gerichtsprozess und Rollstuhl-Stories, Re-Up. Perfekt. Ne? Re-Up, ganz wichtig und richtig. Ja. Das gibt Like und Liebe. So ist es. Und zwar, hätte ich gesagt gehabt, würden wir uns doch das Ding gleich mal rein, oder? Na sicher doch. Ja, weil langes Vorgeplänkel ist immer ganz schön, aber reingehen ist auch wichtig. Das ist richtig, genau. So. Und dann geben wir es uns. Los geht's. Hit it. Freundin, das ist ziemlich fix und alle. Na, du willst auch noch ein paar Wochen drinnen bleiben, wie es so weitergeht. Was mich am meisten nervt, ist, dass ich sie nicht mal besuchen kann. Das sind ganze Vollidioten, ey. Einfach mal für eine Woche oder zwei wegfahren, würde ja nicht gehen. Ich mag mich irren, aber ich glaube, so weit hat er es gar nicht. Nee. Zu dem Zeitpunkt? Tja. Also ich glaube, Schranktür auf und ein bisschen Luft. Ein bisschen Luft. Das hätten es getan. Ja, und zack, Besuch. Deswegen, also, ich meine, das ist bei ihm, zu dem Zeitpunkt hatte er quasi noch eine Freundin. Ich meine, jetzt ist aus dieser Beziehung die Luft zwar raus, aber da war das noch möglich, genau. Aber er ist ja sowieso schon seit Jahren in einer Beziehung, nämlich mit einem sehr gut aussehenden Spiegel und seiner rechten Hand. Aber das ist unser Rainer. Du darfst die linke Hand aber nicht vergessen, weil damit muss ja alles weggeschoben werden. Das ist richtig, die darf man nicht vergessen. Die macht eigentlich die meiste Arbeit, deswegen. Ja, die macht die meiste. Ja, so ist es. Das darf man nicht vergessen, das stimmt. Ja, das ist halt eher so die aufblasbare Lisa. Genau. Nicht ins Krankenhaus, nee. Ich weiß nicht, hatte die eigentlich einen Namen? Also ich fand immer Gummibärchen fand ich toll. Also das fände ich... Das hat tatsächlich was. Das hat tatsächlich was. Aber mit der hätte halt nicht auf WhatsApp schreiben können. Die schreibt nicht das zurück, stimmt, ne? Die ghostet die. Ja, das... Aber gut, das kennt er ja sowieso, aber... Dann spart er sich das Geschreibe davor. Das macht es ja auch einfacher. Eben. Hat er mitgedacht. Eben. Da haben wir schon ein größeres Problem. Ja. Dann lass mal weiter quatschen. Guck mal. Wir haben hier halbe Stunde. Ne? Ja, müssen Bescheid weiß. Genau, halbe Stunde. Ich bin auch immer noch, ich glaube, dass das Thumbnail hier, das bleibt einfach. Ne? Das Video hat, glaube ich, keinen... kein Video. Ja, richtig. Ist, glaube ich, euch die ganze,
Mit ohne Ton oder beziehungsweise mit ohne Video in dem Fall. Ja, ja. Mit Ton, ohne Video und naja, aber du hast halt hier Doofi draufstehen. Doofi. Und kannst du hochladen. Genau. Wie super. Dann, ja, Reine, behellige uns mit deiner unendlichen Weisheit. Erzähl uns was. Ja, das ist natürlich Mist. Ich weiß nicht, ob es am Alkohol liegt oder was. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall mal schnell meinen Ventilator und bin dafür da. Jo. Was? Er weiß nicht, ob es am Alkohol liegt, aber er holt sich jetzt seinen Ventilator. Was ist da ein Zusammenhang? Also, hä? Ja, was? Das ist mal wieder... Ich glaube, er wollte zwei Sätze sagen, ist aber einer da rausgekommen. Kann gut wieder sein, ja. Es ist... Hä? Ich versuche es gerade halt zu verstehen. So, okay, ich bin jetzt besoffen und dann denke ich mir, okay, jetzt brauche ich einen Ventilator, oder? Hä? Kennst du es nicht? Ja, nee, tatsächlich nicht. Also, okay. Nee, ich auch nicht. Vielleicht möchte er schneller, dass sich alles dreht, so, ne? Oder weiß ich nicht. Also, ja, kann gut sein. Das ist ja, wichtiger Tipp auch immer, wenn sich alles dreht, Fuß aus dem Bett und bremsen. Dann hört es auf. Genau. Ja, Fuß aus dem Bett. Das ist richtig. Auf die Bremse. Hilft. Ja, machen wir mal weiter. Ja. Jo, alles klar, du fetter Oga. Oh, da war einer mutig. Vielleicht war er ja auch noch ein Vandalierer. Ja. Auf mein Grundstück haben sie wieder irgendwas geworfen. In meinen Garten rein. Hat er anscheinend nicht gehört. Garten. Und ja, es hat die Gemeinde gekauft. Das kann ich jetzt zugeben. Also wenn mich jetzt nicht alles getäuscht hat, war das doch Demon. Das kann gut sein, ja. Höchstpersönlich. Ich glaube, okay. Ja, doch, doch. Könnte sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Aber er müsste sein. Ich lege mich nicht fest, ich bin mir nicht sicher, aber ich score zu 95%, ich liege richtig. Gut. Keine Ahnung. Okay. Kann aber gut sein. Ja, das hab ich so gut. Uns hast du schon gesagt. Naja, wahrscheinlich schon, weil es wurde halt im Gericht gesagt, ich wollte es eigentlich nicht, aber... Achso, ja, dann ist es wahrscheinlich... Ich hätte jetzt selbst damit gerechnet, dass die Polizei jetzt erhöhtes Aufkommen halt hat. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die zumindest heute da sind. Es kann aber sein, dass die heute Nachmittag kommen. Allerdings ist gerade die Schicht von Beda da, von daher... Das war der Herr Müller, ne? Also der Elke Müller. Wollte ich jetzt tatsächlich gerade fragen, aber klar. Der hat mir die Frage weggenommen. Ja, mal sehen, was der Rainer dazu sagt. Also, eben. Danke, Herr Müller. Naja. Der Staatsanwältin hat gar nicht gepasst, dass ich die Polen als Arschlöcher bezeichnet habe. Na Mensch. Und alles. Kann mir vorstellen, ja. Vor allem, du musst dir mal vorstellen, wie laut die schreien müssen, dass die Kamera mit ihrem kleinen Mikro das da oben aufnimmt. Nee. Weil die Kamera hängt ja oben im Dachgiebel. Und es ist windig wie die Sau. Weißt du, was ich witzig finde? Nee. Der schreit rum und sagt, ich soll runterkommen, ja, oder rauskommen, weil er den ganzen Tag gebraucht hat, um hierher zu kommen. Ich weiß nicht, verbessere mich, aber ich habe nie gehört, dass irgendjemand zu dem gesagt hätte, komm, oder kommen Sie bitte runter. Ja, bisher haben sie doch immer gesagt, bleiben Sie drin. Ja, das, ich weiß nicht. Also, ich kenne nur das berühmte Herr Winkler, betreiben Sie Fanmanagement, kommen Sie raus und sagen Hallo zu Ihren Fans. Also, da sagt das ja schon. Ne? Aber ja. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, eben. Das, Schwierig. Schwierig. Aber ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, dass die so laut schreien wollen, dass das da oben in diesem Giebel irgendwie in diesem Mikrofon dann, da will er wieder maßlos übertreiben, weil meistens ist es ja doch so, dass es jetzt, ja klar schreien da mal welche rum, aber es ist jetzt nicht so laut, dass es wirklich so übertrieben laut ist. Ich meine, man hört ja auch die Straße und so. Oder wenn ein Trecker vorbeifährt, das hörst du ja auch in seinen komischen Kameraaufnahme-Videos. Keine Ahnung, was er da wieder
Naja. Also, am meisten hört man eigentlich immer nur, ich heiße Winkler. Das ist richtig. Und andere diverse beliebige Beleidigungen hier einfügen und auf 1000 Dezibel rausschreien. So ist es. Ja? Und so, dass dir halb so das Trommelfell platzt. Richtig, richtig. Und wir, die hier reacten, immer das Headset droben lassen, wir Vollidioten. Völlig egal, wie laut der schreit, aber wir lassen es droben, eiskalt. Es muss da bleiben, sonst, ja, es gehört dazu. Das ist das Berufsrisiko. Eben. Wozu gibt's HNO-Ärzte? Ganz genau. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich dann rauskomme, wenn er sowas sagt? Ja, dann macht er mir das doch eher schmackhaft, drinnen zu bleiben. Wie blöd ist der eigentlich? Wie viele Leute sind denn da? Also ich zähle jetzt 4, 5. Also ich zähle 8. Auf der Kamera von der Straße unten sind nochmal 3 und einer steht weiter außerhalb der Kamera. Und Rainer hat wieder seine Röntgenfähigkeiten. Leute, die außerhalb seiner Kamera stehen, kann er trotzdem sehen. Und ja klar, so werden dann aus 4 halt kurz 8. Das ist ja klar. Ne? 4 in der Kamera und dann stehen noch 50 außerhalb des Bildschirms. Genau. Das sind dann 54 Vorfälle. Genau. Aber die sieht halt nur Rainer halt. Ja, du weißt ja, er kann ja die Augenfarbe wechseln. Ja, richtig. Ja, kann er bestimmt. Nachts hört er sogar was. Ja, das ist besonders. Das können nicht viele Leute. Also da. Ja. Ich kann das auch nicht. Also, sobald das dunkel ist, ich höre da nichts mehr. Es ist scheiße. Ja. Ja. Ganz schlimm. Aber wenn er, wie gesagt, die Augenfarbe wechseln kann, dann kann er bestimmt auch kurz auf Röntgenblick schalten, mit Sicherheit. Ja, natürlich. Na, hallo, ist unser Reini. Na klar. Der kriegt das hin. Der schon. Ich kann wieder nicht ausdenken. Kann man auch. Oben stehen 4. Eben. Oder sogar 5, dann sind es 9. 12 sind es, glaube ich, vorhin gewesen. Ich höre weiter zu, ich muss bloß einmal kurz in die Küche. Niemals. Hast du das Bild gesehen jetzt? Nee, noch nicht. Ich gucke sofort. Moment. Kannst du vielleicht mal deiner Freundin zeigen? Ich weiß nicht, ob die das da vielleicht über Ferndiagnose mal sich angucken kann. Jo, frage ich. Ich bin weiß nicht, ob das irgendwas ist. Hä? Hat er da ich. Bild irgendwie von sich selber irgendwie an irgendwen geschickt und jetzt soll die Freundin von dem da von ihm eine Ferndiagnose ziehen? Ja. Okay. Ja. Wenn ich jetzt nicht ganz behämmert bin, kann ich mir gut vorstellen, welches Bild er geschickt hat. Meinst du sein Bein, oder? Ich befürchte. Oh Gott. Ja. Apropos Bein. Ja. Das ist eine ziemlich interessante Sache, aber das interessiert mich aktuell bei jedem. Jetzt angenommen, du hast eine Partnerin, bist mit ihr im Schwimmbad. Ja. Und dann kommt der mit seinem Bein und will in das gleiche Wasser wie du da rein. Und du siehst das. Was machst du? Kommt drauf an, wie groß das Becken ist, sage ich mal. Wenn wir jetzt mal nicht im Bad sind, sondern am Meer, würde ich sagen, okay, da haben wir noch ein paar Millionen Kubikliter. Aber im Schwimmbad, angenommen es ist der Whirlpool, dann, wenn er da reingeht, hätte ich das Gefühl, das wird sofort Gulaschsuppe, das Wasser. Das würde ich nicht wollen. Wenn es das große Schwimmerbecken ist und er am ganz anderen Ende reingeht, dann ist das vielleicht noch irgendwie, ich weiß nicht. Das sagst du doch zum Bademeister, wenn der hier reingeht, sag ich mir Love. Ja, das wäre wohl, ja. Das ist schon, aber gut, wenn er da reinhüpft, haben die anderen ja sowieso auch kein Wasser mehr. Also es ist ja, ja, richtig. Macht dann auch wieder, ja, kommt ja darauf hinaus. Da bekommt der Spruch und dann machst du eine Welle, einen komplett neuen. Das stimmt. Das ist richtig, weil er hat ja
eine größere Wasserverdrängung als die Queen Mary 2, glaube ich. Also. Oh ja. Aber er kann nicht untergehen. Ne? Nee. Wissen wir ja. Nee. Obwohl mit dem Wasser in den Beinen. Ja, stimmt. Aber du darfst halt nicht vergessen, ne? Fett schwimmt immer oben. Das stimmt. Das, ob sich da alles auseinanderzieht? So, ja. Gute Frage. Ja. Also ich bin jetzt echt gespannt auf das Bild, was da jetzt kommt. Da bin ich auch mal gespannt. Pass mal auf. Ja, ja jetzt. Technik. Was ich interessant finde, so haben die Cops immer gesagt, ich soll drinnen bleiben. Jetzt sagen sie immer, ich soll rauskommen. Die Aufnahme läuft. Ich finde das auch mal lächerlich mit, dein japanisches Bad. Nur weil die nicht wissen, wie ein japanisches Bad aussieht, finden die das lustig. Das war irgendeine Flasche oder so ein Scheißdreck. Also mir fällt auf, die Stimmung ist auf jeden Fall neutral. Sehr neutral. Ja. Und weißt du was, die hauen jetzt ab, ich rufe mit den Bullen an, dass sie weg sind. Und das Video läuft. Ja, ich denke auch mal. Nur das, ich denke mir hier manchmal so, läuft es echt? Ja, aber es läuft. Es läuft, genau. Ja, ich bin es nochmal. Ich wollte euch besonders die weg sind. Ich finde das so hart, ne? Das musst du dir mal reinziehen, dass er jetzt extra nochmal bei der Polizei anruft, um denen zu sagen, die sind weg. Rufst du bei deinem Hausarzt auch an, wenn es dir wieder gut geht? Ja, moin, ich wollte nochmal sagen, ist alles wieder wunderbar. Also, mir geht's jetzt wieder gut. Danke nochmal. War echt cool. Wir sehen uns. Ja, ja, die Krankenschreibung nehme ich aber mit. Ja, ne? Die beeil dich. Keine Ahnung, es ist einfach utopisch. Dass der das halt wirklich. Ja. Ich weiß es nicht. Was? Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe noch nie die Polizei anrufen müssen. Nee. Ich bezweifle auch stark dran, ich habe wirklich starke Zweifel, dass ich das jemals so oft tun werde wie er. Nee, also ich musste einmal rufen, weil sie mir vom Auto haben sie mir den Cut geklaut. Das, oh. Da musste ich sie einmal rufen. Das war... Oh je. Ja, passiert, aber... Ging dann auch. Da klang das Auto da mal kurz wie so ein V12. Denkst du dir erst, oh, na, ist das denn jetzt hier? Dann atmest du einmal schön durch die Nase ein und dann stellst du fest, das Auto mache ich jetzt erstmal wieder aus. Ja. Und leg mich mal unten drunter und guck mal nach. Das soll so nicht sein. Ja. Ja, wenn du was davon verstehst, ja, wenn du jetzt so jemand bist wie ich, dann sag ich, ja, ich muss jetzt meine Kfz-Werkstatt anrufen. Blöd natürlich, wenn es am Wochenende ist. Sowas passiert prinzipiell ja immer nur am Wochenende. Ja, das ist richtig. Oder wenn man es richtig schön eilig hat, das ist dann auch richtig scheiße. Und ja, ja, oder gerade kein Geld. Ja, oder das. Es ist, ja, sowas kommt immer, wenn du es am allerwenigsten gebrauchen kannst. Das ist standardgemäß. Ja. Ne? Murphy's Law, das ist halt... Aber habe ich gerade Geld gesagt? Ich meinte natürlich Barne. Barne, genau. Barne. Geht ja gar nicht hier. Ja, ja. Wollen ja schon, die wollen ja schon im Job bleiben. Genau. Richtige Genre. Im Genre. Genre, im Slang bleiben. Genau. Wichtig, wichtig. Ja. Schauen wir mal hier, was jetzt so abgeht. Ja. Hier. Mit dem Bild. Bin ja immer noch gespannt. Mit dem Bild. Wenn da überhaupt noch drauf eingegangen wird. Ja. Ja, eben. Ja, pass hinunter, pass hinauf. Danke, Ade. Wer sagt denn Ade zur Polizei? Sollen sich weiter randalieren, die Leute sind mir am Arsch mittlerweile, geht mir echt am Arsch vorbei. Ich weiß nicht, wieso gehe ich hier meine Ding, dass ich da jetzt anrufe. Die Schnauze ist so voll. Ich hatte ernsthaft überlegt, ob ich dich mal frage, ob du mir den Anwalt finanzierst und ich dir den Raten abstutter. What? Hast du... Hast du...
Du hast jetzt schon das Gleiche gehört wie ich, oder? Ich habe das gehört, ja. What? Anwalt auf Raten. Das ist schon der Hammer. Ja. Also, komm, wir gehen jetzt auch raus und fragen mal, ob irgendjemand uns ein Auto kauft und wir dürfen sie mit Raten abstottern. Das, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, Johnny Depp hat das genauso gemacht. Beim Prozess, ne, ganz klar, kurz Anwalt geholt und bezahlt es halt auf Raten, so ganz entspannt. Ja, ja. Ach. Von jemand anders. Ja. Das ist großartig. Das ist. Was redet er da? Das ist halt so ein Scheiß, ey. Also, als ob das... Würdest du dich... Als ob das so in einem Vertrag aussteht, quasi. Bei der Anwaltskanzlei, dann haben die auch draußen so ein Schild, so mit einer Flatrate, so für den Anwalt. Und dann 0 Euro Finanzierung. Ne? Und dann steht da unten ganz klein im Kleingedruckten, so 24 Euro pro Monat oder so. Die ersten 3 Jahre. Und dann geht's weiter. Also es ist... Kann ich mir schon vorstellen, aber wäre ja mal eine Idee. Eben, ja. Einfach mal so frei, hey, kannst du mir einen Anwalt bezahlen? Ich stotter dir ab. Super. Das ist ja... Nein. Oh, Junge. Echt schön wieder. Ja, das ist der Wahnsinn. Und das noch vor dem Bild. Die ist noch vor ich war dem jetzt Bild. Aufs Bild gefasst. Passiert aber irgendwie nichts. Ja, irgendwie nichts. Bild ist weg. Aus den Augen, aus dem Sehen. Kein Bild, kein Ton, ich komme schon. Ja. Brauchst du, also hast du Pflicht. Ja, eben. Pass auf. Aber der hat mir halt geraten. Ja, was hat er gesagt? Ja. Nee, mach ruhig. Also, ich habe meine Freundin gerade noch erwischt, die ist nämlich jetzt gerade los zur Schicht. Oh. Genau, ich habe ihr das Foto kurz gezeigt. Also, die Diagnose, würde sie so sagen, aus der Ferne, ist halt dieses offene Bein halt, nennt man das. Also, ich habe ihr auch erzählt, ja. Das ist ja auch nicht ganz unwahr, dass das... Ah, du hast das Bein. Das Bein, ja, es ist also wirklich das, was wir dachten. Es gab ja dieses eine Bild, was ja auch überall dann kursierte, das war ja absolut widerlich. Wo man da sein Bein da halt sieht, so wie das halt, naja, das ist, dieses Bild ist grenzwertig. Ja, dann denke ich mal, hat er das auch dann da weitergeschickt. Ja, und das einfach so mal irgendjemand Fremden auf einem Discord. Ja, ganz genau. Was man eben so macht halt, ne? Ja, das gehört sich so. Der würde auch definitiv Bilder weiterschicken, wenn er Hämorrhoiden am Arsch hat. Also das wird er auch machen. Muss das so? Eben. Ich habe immer so Schmerzen beim Sitzen. Ist das normal? Platz manchmal auf und mein Arsch ist dann rot. Habe ich jetzt... Warte, ich schick dir das mal. Habe ich jetzt meine Tage? Ja, ich weiß es nicht. Könnte ich mir vorstellen. Ja, oh mein Gott, hey, hey. Das kann man sich schon wieder nicht ausdenken. Das ist großartig, echt. Ja. Das erinnert mich an die Pensi-Bilder. Die Pensi-Bilder. Ja, das ist ja. Pensi-Bilder das allererste, was er so verschickt. Na klar. Ja. Zeig mir mal ein Bild von dir, zack, Pensi-Bild. Zack, Pensi-Bild. Noch vorm Gesicht, bevor du überhaupt weißt, wie er aussieht. So. Chris erstmal Pensi-Bild. Ja. Klar. Das ist das, was du kennen musst. Mehr musst du nicht kennen. Genau. Sonst trägt er immer komplett Burka am ganzen Körper, nur am Pensi nicht. Also mehr sieht man von Rainer halt nicht, wenn er halt dann mit seiner Freundin rausgeht. Ne? Ja. So wäre das. Mehr muss man auch nicht sehen. Ganz genau. Da heißt auch nicht Händchen halten, sondern Pensi halten. Pensi halten. Genau. Oh, herrlich. Ja, wundervoll. Halt schon lange, also dass das schon länger ist, ja, so, ne? Ja, genau. Das ist, genau, offenes Bein, das kann halt tausende Gründe haben. Kann aber Rauchen liegen, was ich bei mir nicht glaube, es kann an Diabetes liegen. Genau, die häufigsten wären halt Rauchen, da kennt man ja diese typische Raucherbein, Bialup. Das glaube ich aber fast nicht. Das glaube ich auch nicht, weil du rauchst kaum auf Lunge, oder? Also selten. Kaum, ja. Ja. Selten, ja. Siehst du, er passt nur. Hast du dir gesagt, dass ich extrem... Ja.
Also dass ich geschwollene Beine habe zurzeit und Füße. Ja, sie hat auf jeden Fall geraten, soll sich mal einen Arzt anschauen. So einfach mal rüberschauen. Nervt dich das auch so, wenn er die seine Zigaretten so richtig wie so ein Angeber hält, ja, und dann pafft, da kriege ich, boah, das ist furchtbar. Echt. Also, ja, die Zeiten, dass Rauchen cool sind, ist ja sowieso schon lange vorbei, aber das dann so zu machen, ich weiß nicht, es ist schon, wie er das auch hält, so richtig obercool, und man sieht halt, dass er halt nur pafft. Das ist halt so. Ja. Auch wieder so typisch, weiß ich nicht, sein Macho-Getue quasi, oder so ein Getue auf ganz hart. Aber es passt halt einfach nicht. Nee, ja. Ihm passt ganz hart einfach nicht. Auch wenn das gerne wäre, aber es passt ihm nicht. Sein Badass, wie er immer so schön sagt. Voll Badass, Alter. Dann, ja. Mit seinem Mehl und Cola, wo er sich da so obercool fand, wo er da stand. Ach, ja. Keine Ahnung. Versucht er sich damit noch zu brüsten. Ja. Aber wie du schon sagst, ne, die Zeiten, wo Rauchen cool war, die sind lange vorbei. Die sind lange vorbei. Zwiegen. Also. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin auch nicht böse drum. Ich bin nicht Raucher. Ich bin auch nicht Raucher. Tatsächlich, ja. Aber wie gesagt, es ist halt, ja, soll jeder wissen, was er mit seinem Körper macht. Aber weiß ich nicht. Damals gab es ja immer so diese, ja, was weiß ich, welche Werbung das war. Da waren dann immer hier die, quasi, ich glaube, Camel war das, wo sie dann da irgendwie in der Wüste stehen und dann irgendwie die schön hier Streichholz am Fuß anmachen und dann die Kippe anzünden. Das waren ja dann immer so. Und dann stehen sie da mit 3 Tage Bart und sonnengebräunt, so quasi wie aus den alten Western dann. Und dann, aber ich weiß nicht, so sehen die meisten nicht aus beim Rauchen. Aber so, nee, so war es ja eigentlich immer, genau. Ja, ich weiß nicht. So sahen die meisten noch nie aus. Also ich, nee, wie du schon sagst, ne, also ich bin auch da eher so der Meinung, es macht keinen Sinn, ne, ja, es, sich cool zu fühlen mit Rauchen und dann bist du es halt nicht. Es ist es richtig, genau. Aber ich finde auch, Rauchen macht generell keinen Sinn. Ich meine, man hat ja nicht mal was davon. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie davon high wirst oder irgendwie, weiß ich nicht, das macht ja dann auch irgendwie Sinn, finde ich. Ne? Also, aber weiß ich nicht, es gibt ja diese berühmte Stresszigarette, sodass das halt Leuten irgendwie hilft, so sich zu beruhigen und so. Das gibt es ja ganz viel, dass das deswegen ganz viele machen, aber sonst weiß ich nicht. Kannst auch jeden Tag quasi, weiß ich nicht, ein bisschen Rattengift essen, so eine ganz, ganz winzige Menge, dass nichts passiert, aber auf Dauer, keine Ahnung. Ja, nicht gesund, ja, also das wirklich nicht gesund. Sowieso nicht. Ich meine, du stinkst, Leute um dich herum stinken, dein Auto stinkt, deine Wohnung, ja, stinkt. Wenn du halt richtig am Quarzen bist und irgendwann aus einer Wohnung rausziehst, dann ist das bis zum Beton durchgefressen. Das Zeug, keine Ahnung, kriegst du nie wieder raus. Ich weiß es nicht, also echt nicht. Nicht zu vergessen, wenn du weiße Tapeten hast. Oh ja, das stimmt, ja, das ist wahr. Aber gut, es gibt auch halt Leute, die kann man sich halt ohne Kippe halt auch einfach nicht vorstellen. Das gehört dann einfach dazu, quasi hier wie Helmut Schmidt und so. Dann weißt du halt. Ja, das stimmt. Ja, sowas gibt's auch. Ja, das. Das gibt's halt auch, genau. Das ist halt so, wie es ist. Und ich muss immer an dieses legendäre Interview denken von Walter Frosch da. Ich weiß nicht, kennst du das? Nein. Das ist großartig, echt da. Ist dann irgendwie, haben sie ihn da auf dem Platz irgendwie, und dann hat er unten in seinem Stutzen hat er so eine Schachtel, so ist, sieht man so eine Auskerbung. Dann fragt er der Interviewer so: Was haben sie da unten in den Stutzen drin? Zigaretten! Was? Zigaretten! Jetzt erstmal eine durchziehen, nachher. Warum haben sie jetzt noch dabei? Ja, ich bin schnell eingewechselt worden und dann hatte ich die noch dabei gehabt. Das ist so großartig. Und der hat, glaube ich, mal gesagt, irgendwie als er schon tatsächlich Kehlkopfkrebs hatte, das habe ich mal irgendwo gelesen, dass er dann gesagt hat, lieber rauchen als ficken, hat er gesagt. Also der hat dafür gelebt. Ja, das, okay, war schon hardcore. Okay, ja, also gut, ne? Da kann man jetzt sagen, jedem das Seine. Das Seine, ne? Ja, aber fucking legend, also dafür. Ja, ja.
Ah, das war schon die Härte. Deswegen ist das finde ich immer großartig, dieses Interview. Herrlich. Oh mein Gott. Ja, wir haben oh, halbe Stunde. Wir sind noch bei 6 Minuten. So muss es sein. Ich meine, wenn es so ewig nichts mehr gemacht, quasi, was länger als 30 Minuten war, dann wird es mal wieder Zeit, dass man hier hinausrendert. Genau. Muss mal wieder was hinausrendern, ne? Muss mal wieder, genau. So, dann, ja. Play. Weiter im Text. Ja, ich habe das halt auch am linken Bein so. Ja. Nee, und sonst, ja, wir haben uns ja gestern nur ganz kurz gesprochen, hast den Tag zumindest einigermaßen ruhig jetzt verbringen können, außer die Eltern natürlich, klar, aber. Ach, die Bullerei, nee. Nee, das sind die Hater, schätze ich mal. Das war meine Nachbarin. Nee, das waren die Hater. Okay. Konntest du den Tag einigermaßen entspannt zumindest angehen, oder? Gestern oder heute? Nee, heute, gestern war ja. Na, ich bin halt im Team aufgestanden. Und hab halt meinen Tag verbracht. Aber 10 Stunden geschlafen, Alter. Endlich mal wieder. Ungefähr, ja. Auch nicht schlecht. Ja, Mensch. Was soll man sagen? Ich habe das gestern natürlich immer mal wieder am Rande verfolgt. Die Presse war ja auch da und keine Ahnung. Da schreien sie natürlich schon. Es habe ich jetzt diesmal tatsächlich auch gehört. Ich habe es auch gehört, ja. Diesmal habe ich es gehört. Ja, da war was. Und da er ja wirklich so kleine Kameras da, scheint es jetzt diesmal auch ein bisschen lauter gewesen zu sein. Ja, das stimmt, das stimmt. Okay. Grenzwertig. Schau mal. Die Presse war ja auch da, deswegen hat man das natürlich immer so ein bisschen mitbekommen. Ja. Ach so, was du dann davon vielleicht noch sagen kannst, wegen der Runde. Ja. Die Nest auch. Ja, ach so, ganz kurz, das hatte sie sogar gesagt. Das ist aber, das hat sie sogar wohl irgendwie gesehen. Frag mich nicht warum. Das ist aber bei... Ja. Weil das eine Gewebe weiß ist. Ah, okay, das kann sein, ja. Das ist ein typisches Zeichen für ein essendes Gewebe. Ah, okay. Ja, das wusste ich jetzt nicht, aber sie meinte, das ist bei der Wundart, sag ich mal, relativ normal. Das verkühlt, also diese Wundflüssigkeit... Jetzt kommen die Bullen, Alter. Jetzt fahren sie hinterher. Oder auch nicht. Nee, die halten vor dir. Gucken. Na, jemand da? Nö. Und tschüss. Haben die da reingeleuchtet, oder? Ja. Ja, okay. Auf ihrem Lichtchen. Alter. Die haben oben auf ihrem Lichtchen eine... also Licht nach vorne, nach hinten und zur Seite. Na, okay. In die Richtung leuchten können. Macht Sinn. Ja, klar. Hat die Polizei gestern auch ausgesagt eigentlich, oder? Ein Bulle war da, ja. Aber nicht der Peter. Nee, er war einer aus seiner Schicht. Jetzt, ich habe jetzt irgendwie so, glaube ich, den Faden verloren. Ich vorhin gesagt, er ruft an und sagt, sie brauchen nicht mehr kommen, jetzt sind sie doch da. Ja, ich denke mal, dass die halt schon losgefahren sind und vielleicht kurz davor waren dann da zu sein und dann hat die Wache das vielleicht nicht weitergegeben oder sogar er hat gar keinen erreicht auf der Wache und hat das nur auf dem AB gequatscht oder so. Keine Ahnung, ob es das überhaupt gibt bei der Polizei, aber ja gut, ja. Keine Ahnung. Also so könnte ich es mir vorstellen, dass sie das halt einfach nur nicht weitergereicht haben, da seine Durchsage da, dass sie nicht mehr kommen müssen an die Kollegen und dann ja, keine Ahnung. Ja. Ja, waren sie halt unnötig da. Ja. Keiner hat es weitergeleitet, weil, und dann, ja, genau. Wie du sagst. Genau, dann, genau. Dann waren die halt schon unterwegs. Eben. Macht es jetzt auch nicht wie du dann auch. Genau. Eben, ja. Aber das, also da muss ich das sagen, ich finde das so scheiße, ne? Die Leute stehen einfach nur da, ja, und trotzdem die Polizei und muss und ja, und muss es verjagen. Also man sagt, ja, die stehen jetzt einfach nur draußen und wieso? Ja, das ist manchmal wirklich so, genau, wenn man da halt jetzt wirklich quasi... Naja, es wird, glaube ich, aber auch nicht unterschieden meist jetzt. Da, ich glaube, am Anfang wird es wahrscheinlich noch so gewesen sein, dass sie dann halt nichts gemacht haben quasi, wenn die da wirklich nur gestanden haben und einfach nur, was weiß ich, sich das angeguckt haben, ist ja erstmal nichts Verbotenes so.
irgendwo auf der Straße zu stehen und sich ein Haus anzuschauen. Ich denke mal, da werden sie noch nichts gemacht haben, aber dadurch, dass das jetzt halt so ist, dass wahrscheinlich dann viele gesagt haben, ja, ich habe aber gar nichts gemacht und so, dann werden die da wahrscheinlich alle über einen Kamm geschoren und dann, ja, weil Rainer wird ja sowieso jedem andichten, der da irgendwie mal auch nur im Ansatz war oder vorbeigelaufen ist, dass der sofort versucht hat, da sein Tor einzureißen und das Dorf zusammengeschrien hat und was weiß ich nicht was. Denke ich mal. Ja, ich habe auch die Tage habe ich was gehört auch, dass Rainer denkt sich wirklich so, jetzt angenommen, wir laufen da zu unserem Tor vorbei, mhm. ja, dann denkt er mit Sicherheit, ah, die sind so seit 10 Jahren an meinem Tor vorbeigelaufen und laufen aber gerade zum ersten Mal dran vorbei. Gut möglich, ja, das ist richtig. Da gab es ja mal irgendwie so einen Jogger oder so, der doch nur vorbeigelaufen ist, so, der überhaupt nichts damit zu tun hatte. Den hat Rainer doch dann auch irgendwie zusammengeschissen. Ich weiß nicht mehr. Also ich meine, da gab es mal sowas in die Richtung. Also so... auch so Auto, wo ein Auto vorbeigefahren ist und der wirft einen Stein drauf und trifft. Ja, genau. Wo er gar nicht wissen kann, ob das jetzt wirklich... Ne, weiß er ja in dem Moment gar nicht. Aber einfach mal so... ja, ich weiß nicht, da gab es auch mal so irgendwie so ein Bild, hatte ich mal gesehen. Irgend so ein Meme gab es da mal zu. Dann war da auch so eine Comiczeichnung, da war da irgend so ein Auto. Irgendwie so mit Landkarte so auf dem Steuerer und dann fragt so die Beifahrerin so, Schatz, ich glaube, wir haben uns verfahren, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. So. Und dann ist das untere Bild ist dann so Außenansicht und dann kloppt unser Kalorienkardinal dann mit so einem Stock auf das Auto an. Ja, ihr Uhrenzöhne, ich habe euch 1000 Mal gesagt, ihr sollt hier nicht durchfahren. Das ist ganz großartig. Also. Echt. Durchfahrtverbot. Ja, irgendwie so. Ist echt, das war geil. Das ist, der Wahnsinn. Das muss ich dir ehrlich sagen, das ist tatsächlich etwas, was ich so ein bisschen vermisse. Mhm, das stimmt. Man kann da jetzt sagen, ne, könnte mich jetzt roasten, aber ich finde, das vermisse ich so ein bisschen so. Ne? Leute, die an der Schanze vorbeigefahren sind und dann so auch rumgeschrien. Ne? Ja. Wie gesagt, da ja, ist schwierig, sag ich mal. Also für mich war es ja. Ist halt, dieses Rumgeschreien muss ich nicht sein, finde ich. Und auch da irgendwie absichtlich halt stumm zu machen, war immer so, nee, ich weiß nicht. Ja, absichtlich stumm machen nicht, ne? So sein Spaß haben ein bisschen, das geht schon fit, wie ich finde, ne? Das geht schon. Aber jetzt so, ja, bei ihm in den Hof reinsteigen und nee. Irgendwelche anderen. Nee, das alleine nicht. Nee, ich finde aber auch, das ist irgendwie too much. Keine Ahnung. Also so, nee, ich weiß nicht. Das Maximale, was ich irgendwie noch verstehen könnte, war immer dahin zu fahren, wenn es denn sein muss, und dann einfach irgendwie ein Bild zu machen da von der Schanze oder so. Oder auch gerne von sich selbst vor der Schanze. Was weiß ich, sowas ist vielleicht noch in Ordnung. Und dann einfach direkt wieder abzuziehen, dass das wirklich so eine Sekunde dauert. Das ist ja, es ist ja halt ein Pilgerort geworden. Es ist ja nun mal so. Das kann man ja nicht kleinreden. Das ist halt wirklich ein quasi Event, was da steht. Ne? Das schreiende Haus einmal zu besuchen, war ja schon, nee, ja, das ja, ist, ja. Ist so, ja. Und es ist eine Sehenswürdigkeit gewesen. Und ja, das war so das, dass man halt da einfach lang geht, wenn man halt ewig lange im Game ist und dann halt da guckt, quasi auf den Spuren auf den Spuren des Games quasi da zu sein. Also ich habe das mal gehört, dass das so sein soll, wie so in einer anderen Welt, wenn du da bist. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Ich war noch nicht da, deswegen, keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich leider auch nicht. Manchmal, es gab so wirklich, ne, weiß nicht, ich habe so echte Momente, wo ich es manchmal bereue. Mhm. Ja, aber jetzt manchmal ist es mir auch wurscht. Ich habe nur hin und wieder so, wo ich jetzt sage, ja jetzt, wo sie weg ist, hätte es doch wirklich mal hingehen können. Ja, jetzt ist es zu spät. Ne? Jetzt ist es vorbei. Das ist vorbei. Aber ich weiß nicht, wie es du siehst, aber ich
call mal wirklich, da wird es noch Schanze 2.0 geben. Ja gut, wenn das so weitergeht mit ihm und Marion im Keller. Ich meine, er ist jetzt ja quasi schon wieder ein Altschauerwerk. Jetzt hat er vielleicht drauf gepokert, gut, Marion ist nicht mehr die Jüngste. Wenn die dann irgendwann über die Wupper geht und keine Erben hat, könnte sie Rainer halt das Haus vererben und zack, hat er wieder ein Haus in Altschauerberg, Schanze 2.0. Und es geht wieder von vorne los. Also könnte so saufen, das wäre absolut crazy, aber ja, wäre jetzt ein bisschen weit gedacht, aber ja. Das sage ich dir, quasi, wenn das wirklich so passiert, alles zurück auf null. Quasi, ja. Und er hätte nichts aus seinen Fehlern gelernt, mit Sicherheit nicht. Nee. Nee. Pass auf, dann bombardiert er uns wieder zu mit Streamers. Mit Sicherheit. Also, wenn du nicht nur Let's Plays, sondern auch seine Raid-Streams oder sein Rumgesitze, wo er nichts macht. Ja, natürlich. Sein Content halt. Ja. Um das eben mit einem Überbegriff zu versorgen. Ja, es ist. Ja. Du weißt ja, da gibt es eine Extreme. Entweder neutrale Stimmung oder nichts. Ja, genau. Genau. Dazwischen ist eigentlich sehr, sehr wenig. Das stimmt. Ja, eben. Und es ist halt dauernd so. Ja. Man hat halt einfach, wie gesagt, dieses Gefühl, dass er es einfach, ja, als hätte ihm irgendwer gesagt, du musst das jetzt machen, weil du keine andere Wahl hast. Direkt von Anfang an. Das ist quasi so, als hätte ihn irgendwer gezwungen, Blockflöte zu spielen. Aber er hat nur zwei Finger. Und er weiß, es ist zum Scheitern verurteilt. Er kriegt nichts damit hin. Aber ja, er muss es quasi machen, weil, weiß ich nicht, sonst kriegt er nichts zu essen von dem, der ihn gezwungen hat oder so. Keine Ahnung, irgendwie habe ich so das Gefühl, ja. Es ist was sein muss, aber ne, es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Sonst. Genau, aber. Sonst verhungere ich. Genau, aber es zwingt ihn erstens niemand dazu und zweitens will das halt niemand sehen. Das ist ja eine andere Sache. So. Man weiß ja nicht, für wen er das macht. Einfach, das ist. Ja. Und wir haben ja schon oft gesagt, ja, lösch dich oder mach gescheiten Content. Ja, genau. Ich glaube, beides wird es nie gehen. Nee, wird's auch nicht. Das Einzige, was er mal irgendwie, mal wenigstens Arbeit von ihm erforderte, war ja seinen Vier Drachen und der Mädel. Das war ja mal, wo er halt Arbeit reingesteckt hat. So, keine Ahnung, das war das einzige Format, ja, zusammen mit, das ja auch sehr positiv ankam, zu Recht, mit Drache Radelt, das war auch gut, genau. Da hätte halt. Aber viele haben auch zu Vier Drache und der Mädel haben auch viele trotzdem gesagt, es war halt trotzdem schlecht. Natürlich. Es war das Beste von ihm, aber trotzdem schlecht. Natürlich, das ist halt so eine Trash, also Trash vom Trash war das ja schon, also. Ja. Richtig. Aber es war halt wenigstens Aufwand. Weiß ich nicht. Klar war das jetzt auch nicht gerade der High-Quality-Shit, aber es war halt immerhin etwas. Und beim Sport hätte er einfach dabei bleiben müssen. Ich weiß nicht, da hätte richtig was draus entstehen können, wenn er da weitergemacht hätte. Weiß ich nicht, vielleicht hätte er ja tatsächlich noch irgendwie so eine Transfusion dahin bekommen und weiß ja selber, wie so Kampfkoloss. Ja. ja. Keine Ahnung. Ja. Wäre ja schön. Ja, jetzt ist halt eher ein Rollkoloss. Ja, es ist, ja. Wenn man so will, ja. Und es ist halt, ach, naja. Nee. Und dann so zu tun, als wäre der absolute Stecher. Ja, natürlich. Das darf nicht fehlen. Wo sich jeder von uns sagt, was, wen, wie, wann. Ja. Das geht halt alles nicht mehr. Ne? Auch so sein Wunsch, wo er damals hatte mit ich will noch drei Kinder haben, wo ich immer denke, so, ja, wie denn? Da steckt ja keine Energie mehr, das fällt ja alles wie ein Wasserfall nach unten. Ja, ja, ja.
Das, keine Ahnung. Keine ja. Ahnung. Ja. Ja. Aber, mein Freund, wir müssen hier, wir haben erst 8 Minuten und wir sind jetzt gerade. Scheiße. Ja, das ist. Ja, läuft. 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 Ah. Läuft. Leute, ihr könnt Spaß haben ja, hier. Ey. Stabilo Move Easy. Zack. Ja. Weiter geht's. Ja, so ist es. Waren da viele Hater als Zuschauer oder? Okay. Beruf YouTuber, okay. Nun hat die Staatsanwältin die Anklageschrift vorgelesen. Okay. Beleidigung, Ziegelsteinwurf. Beleidigung. Okay. Danach erklärte der Rechtsanwalt das Drachenspiel. Okay. Hat er es wirklich Drachenspiel genannt? Also erst einmal Drachengame und zweitens hat es nicht der Rechtsanwalt, sondern der Staatsanwalt gemacht. Okay. Also die Staatsanwältin. Dann stimmt das schon mal nicht. Mist, jetzt wollte ich ihn gerade verbessern. Genau. Ist aber schön, dass Rainer ist selber verbessert. So. Ja. Ja. Ich wollte gerade verbessern und er macht selbst. Okay. Gut. Hast du das erwartet? Nicht wirklich. Ah ja, hier steht tatsächlich, ja. Außerdem wurde hier bekannt gegeben, dass die Schanze tatsächlich an die Stadt Emskirchen verkauft wurde. Bla, bla. Okay. Rainer Winkler ergänzt, es wird geplant, die Internetaktivitäten abzuändern. Okay. Ich habe auch meinen Plan verraten und das war wahrscheinlich der größte Fehler. Das war, das, davon steht hier nichts. Noch nicht. Das ist ganz am Ende erst gewesen. Achso. Alarmanlage geht manuell los. Tagsüber Reichweite. Wie wir ja wissen, hat er nichts geändert. Nee, überhaupt nichts. Er hat es eher noch schlimmer gemacht. Komplett. Wenn, weiß nicht, also wenn ich damals mit heute vergleiche, dann war ja zumindest noch ein bisschen was an Mühe drin. Ja. Mit meinem. Bissel, yeah. Es ist halt, weiß ich nicht, selbst da, quasi wo nie Luft drin war, ist jetzt auch die Luft raus bei ihm. So, es ist halt... Ja. Ja, ich weiß halt nicht, was er sich da überhaupt noch von verspricht. So, keine Ahnung. Mittlerweile ist es ja so, wenn du das mal prüfst, der Algorithmus, was ihn angeht in ja. YouTube, scheint ja echt sehr viel schlechter geworden zu sein. Komplett. Also verglichen sowieso mit seinen Abo-Zahlen. Das war ja noch nie so, dass er die erfüllen konnte, außer mit dem, ich glaube, weiß ich, wenn mal wieder richtiger Skandal war, dann ne, ist ja klar, dass er da auch ja. drauf anspielt, dass es halt passiert. Naja, wie er schon mal gesagt, negative Publicity ist auch Publicity. Und ja, es ist halt so, dass man, ja, das geht komplett runter, sieht man ja. Jetzt hat er vielleicht vor einem Jahr, sag ich mal, hat er das Doppelte, glaube ich, gehabt an Aufrufen, was er jetzt halt noch hat. Aber ist ja auch klar, wenn du lange nichts mehr machst oder so, dann lässt sich halt der YouTube-Algorithmus halt auch irgendwann fallen. Es ist halt so. Richtig, der nimmt da keine Rücksicht, nein, der kennt da nichts. Nein, 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 das sowieso nicht. Du musst schon liefern, sonst ja. macht YouTube den Deckel zu. Genau, genau. Was hat er in letzter Zeit geliefert, außer seine Podcasts und seine doofen Challenges da? Die waren ja echt eklig. Ja, und auch echt traurig, haben wir auch gesagt. Sehr traurig. Deswegen, also, sonst ja, rendert er sich da den Mozzarella rein in so einem Stream mal eben so.
Und dann, wenn es drauf ankommt, schafft er halt gerade mal 3 Stück oder was das waren. Und also klar, für einen Otto-Normalverbraucher ist das immer noch viel, aber für halt so einen Karamellkaiser ist das halt dann doch irgendwie ein bisschen enttäuschend irgendwie. Aber ich glaube, wie gesagt, er hat das, glaube ich, nur gemacht, damit es halt dann nicht so aussieht, dass er dann halt sagen kann, ja Leute, schaut mal, so viel esse ich ja nur auch nicht, ne? Also. Ja. Aber jeder von uns, der ihn jetzt länger kennt, und jeder von uns kennt ihn ja länger, weiß genau, da hat er sich halt vorher das Zeug reingerendert, dass so halt nichts mehr reingeht am Ende. Klar. Weil jetzt ganz offen, wenn wir jetzt eine Challenge machen mit Mozzarella, ne? Dann nicht so wie er so langsam aus den Tüten raus, ne? Ja. Und das Wasser so rein, dass sich's anhört, als würdest du vor der Kamera in ein Glas pegeln oder so. Ja. Das machst du halt vorher, legst die ganzen Mozzarella-Dinger auf den Teller und dann rein, gib ihm. Na klar, kann man ja mal vergleichen, wie auch hier Axel das gemacht hatte mit seiner Müller-Challenge. Da stand ja alles bereit da und so. Ja. Zum Beispiel, ne, und dann hat er sich das reingepfiffen und auch richtig schön zack, zack, zack hintereinander weg. Und nicht wie er da, das weiß ich nicht. Schon komisch irgendwie. Also. Ja. Das war pure Show. Schaut mal, ich esse ja nicht so viel. Ja, mit Sicherheit. Bin ich fest von überzeugt. Also, dass das nicht ernst gemeint war, wirklich, das da bin ich mir eigentlich echt sicher. Definitiv. Ach, also, ich sage, was man auch, da kommen noch mehr Challenges. Oh, bestimmt sogar. Keine Ahnung, was da noch kommt. Ich habe ja das Gefühl, er überlegt sich nur welche. Ja, ich habe das Gefühl, der will auch so ein bisschen Gurkensohn da kopieren, weil der ja auch. Challenges gemacht hatte da, das gab ja super viele Aufrufe. Das denke ich mal, ist da auch irgendwie sein Plan, was das angeht. So, er hat halt gesehen, oh, das kommt gut an, aber er zieht es halt nicht richtig durch. So, das ist halt, keine Ahnung, jetzt, weiß ich nicht. Es ist wieder so typisch Rainer halt. Er sieht, oh, irgendwas kommt cool an, wie seine Let's Plays, so was weiß ich, bei. Es ist wieder das große Beispiel, halt Gronkh zu nehmen. Oh, cool. Der macht, der zockt das und das Spiel. Das kommt ja anscheinend mega gut an. Dann mache ich das auch, dann klappt das bei mir auch. Nee, das klappt nur so gut, weil es Gronkh macht. Ja, genau, aber das kapiert er halt nicht. Das ist halt, genau. Ja. Er denkt halt, er kann alles und das am besten. Ja, und die Sache ist halt die Leute gucken nicht Gronkh wegen den Games, sondern bei Gronkh. Ja, bei Gronkh. Genau. Geht ja auch darum, wie man die Spiele verkauft. So ist ja klar, kann das jeder erstmal so ein Spiel aufzunehmen und dann das hochzuladen quasi. Aber gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Ja, richtig. Viele werfen ihm ja vor, Rainer, dass er halt nicht gut spielt. Was stimmt? Was stimmt, ja. Gronkh kann auch nicht gut spielen, aber er kann halt entertainen wie kaum ein anderer Player. Ne? Und das ist halt der Unterschied. Er muss nicht gut spielen können. Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Gronkh, hab ich ja nie gesehen, aber. Kein Plan. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass er besser spielt als Rainer, aber. Ja, gut, ja. Ja. Aber das ist ja, denke ich, klar. Ich weiß es nicht. Und da sage ich dir halt ganz offen, da kommt noch mehr, auch wenn es aktuell ein bisschen Flaute ist, aber ich bin der Meinung. Ja, klar. Er wird halt nicht aufhören. Ja. Er wird immer und immer weitermachen, egal. Was irgendwie ist, weil ja, für ihn ist das eben. Ja sein Schicksal. Eben, aber gut, ne, so können wir weiter auch unser Hobby frönen. Quasi. Und ist er da. Ja. Wir sind da. Wenn er da ist, sind wir auch da. Ja. Du bist das halt. Eben. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Aber was da sonst noch so zu sagen hat. 1 Meter Grundstücksgrenze. Danach wollte Rainer, auch noch die Haterliste erwähnen und vorlesen. Die Richterin lehnte dies aber ab. Ragnar der Rote. Okay. Ja, genau. Stimmt nicht. Aus Rorikstadt. Okay, ach ja. Nicht. Die wurde gar nicht erwähnt. Okay. Es gab anscheinend Zweifel von der Richterin bezüglich Rainers Zeugenaussagen. Polizei angegeben, dass er. Und zwar habe er bei der Polizei angegeben, dass die Medizinstudenten Hader, was auch immer das ist, nicht geschlagen habe. In der Erklärung
des Anwalts war aber das zu hören. Es ist ganz komisch geschrieben. Ja, weil das Depp ist. Ich habe das angegeben, dass ich die nicht mit der Taschenlampe geschlagen habe. Ah, okay. Das habe ich auch nicht. Alleine der Satz, der Butterbär kam darauf in Erklärungsnot und hat dann ganz noch... Ach ja. Schön. Ja. Okay, der war herrlich. Ja, das ist ja, glaube ich, das Protokoll hatte ich ja, glaube ich, auch vorgelesen, weiß ich. Ich glaube, in meinem... Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja. Das war auch kommt mir bekannt vor. Kann ich. Butterwerk, jawohl, das steht da drin. Es steht schön. Drin, ja. Bitte drin lassen, auf ewig. Mhm. Ja, herrlich, wunderschön. Okay, das fühle ich. Da fährt er doch bestimmt hoch jetzt. Oh ja. Nuschelig zugegeben, dass er da die Unwahrheit gesagt haben könnte. Okay. Nuschelig bin ich gar nicht geworden. Ja, wie gesagt, ich habe immer deutlich gemacht, was ich bin. Weil ich ja auch dafür bekannt bin, dass ich das Maul nicht aufbringe. Also würde ich mich jetzt verarschen? Ich habe doch die den ganzen Tag da gehabt. Sie haben also behauptet, dass Herr P. seinen Job nicht macht. Das ist richtig. Hatte als Student viel Zeit und wollte Rainer mal besuchen. Als er an die Schanze kam, schrie er rum. Zusätzlich beleidigte Rainer den Hader rassistisch wegen seines Aussehens. Verpiss dich in dein Land, du dreckiger Chinese. What the fuck? Er bezeichnete Rainer im Nebensatz übrigens als Herr Winkel, was der Richterin und Staatsanwältin wohl entging. Ich glaube nicht, dass es denen entging. Nee, glaube ich auch nicht. Die haben sich auch nach innen wahrscheinlich ins Fäustchen gelacht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Komm. Möglich, ja. Komm. Ja. Das glaube ich nicht. Wenn jemand sagt, das habe ich nicht mitgekriegt. Nee. Das ist eine Lüge. Lü, ja. Lü, definitiv. Hier, stimmt das? Auch interessant war ein psychologisches Gutachten über ihn aus dem Jahr 2020. Dieses stellte eine akzentuierte Persönlichkeitsstruktur und eine narzisstische Störung fest. Ja, das war ein Typ, der eine halbe Stunde bei mir gesessen war. Ah, okay. Ey, was ich gerade zum Kotzen finde, das ist meine scheiß Haare. Ich bin echt am Überlegen, ob ich die schneide. Der Hater behauptet auf jeden Fall in dem Bericht, dass du gesagt hast, dass du noch nie Steuern gezahlt hast von YouTube. Nein. Das habe ich sicher nicht gesagt. Ja, wie gesagt. Und das werde ich vor Gericht sagen. Ja, wie bescheuert ist der bitte? Ja, ich sag ja, ist wahrscheinlich alles gut anfinden, deswegen ist egal. Ich bin immer noch, das ist auch gut, das hier kommt von einer Polizistin. Ich bin immer noch sprachlos wegen dem Urteil. Das Einzige, was ich gut fand, waren die Donation heute und du hast einige Male gelacht. Da habe ich mit dir mitgelacht. Warum schreibe ich dir jetzt erst? Weil ich so derb überrascht über das Urteil war. Und ich wollte dir während des Streams nicht schreiben, dass du nicht in Haft musst. Was? Ergibt es für dich, was er da liest, irgendeinen Sinn? Ich versuche irgendwie was zu verstehen, aber es ist halt mal wieder... es ist super schwierig, wenn er sowieso nicht lesen kann, dann versucht er auch noch vorzulesen beim Lesen, was er nicht kann. Und dann kommt halt immer sein typisches was?
Und dann geht's weiter. Ja. Er versteht es ja selber nicht mal, was er da liest. Also, nee, ich habe keine Ahnung. Klingt, als hätte die Freundin geschrieben oder so, die aus Denken, Freundin. Ja. Klingt so ein bisschen danach. Und der Satz, der war, boah, ich wollte dir während dem Stream nicht schreiben, aber das war doch Gerichtsverhandlung und hä? Was? Keine Ahnung. Absolut nicht, nee. Ja. Hören wir mal weiter. Ich höre lieber auf, sonst platzt mir der Kopf hier. Lass es. Natürlich muss ich ihn haben. Da haben mehr dran, was, dass du nicht in Haft musst. Da haben mehr dran geglaubt, eine Enttäuschung. Ach so. Ich war überzeugt, dass du zumindest eine Bewährung bekommst. Vor allem, wenn man das Gesetz betrachtet. Das Drachengame, ein Spiel, hier wird vergessen, dass du immer noch ein Mensch bist. Und das ist, dass die Hater, ich hoffe, keiner von euch nimmt auf, Alter. Wenn das jemals rauskommt und das rauskommt, dass ich euch jetzt vorgelesen habe, Alter, die lyncht mich. Fun Fact. Fun Fact. Aber wurde nicht rausgenommen, nein. Das wollte ich mal gar sagen, es wurde nie aufgenommen. Großartig. Ja. Ich höre auch gerade nur mit einem Ohr zu. Ich habe meinen Account, glaube ich, gerade wieder. Ja, das ist doch gut. Ach so, ich livestream gerade, ne? Spaß. Okay, das finde ich nicht komisch. Da war ein ganz mutiger da. Pass auf, ich. Er war ganz mutig, also. Ja, er war ganz mutig. Ja. War schon. Das hätte das Ende bedeuten können. Er ist schon über den Bandknopf gehavert da mit der Maus. Da war schon kurz vor 12. Ganz kurz nochmal die Kurve gekriegt. Ja. Das war nicht schön. Ja. Das. Mal schauen, ob er es überlebt da drin. Mal sehen. Ja. Ich lauf gleich zu dir und hau da aufs Maul. Dann roll ich von dir weg. Die können laufen. Naja. Es sind nicht alle so dumm wie du, Cookie. Nee, weißt du, ich bin einfach zu faul. Ich will einfach nicht mehr laufen. Ja, genau, daran liegt's. So, ich hab meinen Account, glaube ich, wieder. Hast du gehört, hab ich schon gesagt. Dass du immer noch ein Mensch bist und dass die Hater mit dir spielen. Ein Verse. Wichtig ist jetzt, dass du auf jeden Fall Berufung einlegst und dabei die Fakten auf den Tisch kommen. Das muss bei dir vor der Tür abgeht und das, was nicht unternommen wurde. Das interessiert ja keinen. Das hat das Gericht ja nicht interessiert, was nicht unternommen wird. Eine Sache ist halt so, ich habe halt vor Gericht auch gesagt, dass ich halt ein oder zwei Polizisten halt kenne, mit denen ich gut zurechtkomme und die ich gut mag und leiden kann. Und die mir halt gesagt haben, dass teilweise die Beamten in der Nachtschicht oder was am Handy hocken und zocken. Und das habe ich irgendwann in einem Video gesagt und das wurde mir vorgehalten. Ne? Aber wie komme ich da drauf? Weil es ein paar Beamte gibt, die mir das gesagt haben. Und ich gehe davon aus, dass die mir die Wahrheit gesagt haben. Warum sollten die mich belügen? Zumal es welche von denen sind, die sich beeilen, die schnell sind, die schnell handeln und alles. Wichtig ist, dass du Berufung einlegst und die Fakten auf den Tisch kommen, dass du bei dir vor der Tür und was nicht unternommen wurde. Allein die Pfefferspray-Sache. Erst, auch die Sache, die Pfefferspray-Sache wollte ich ansprechen, die wurde gar nicht, da wurde ich sofort unterbrochen von der Richterin, noch bevor ich zu Wort gekommen bin. Die Google-Bombe habe ich sogar erwähnt, hat keine Sau interessiert. Was hast du? Die Google-Bombe habe ich erwähnt, hat keine Sau interessiert. Echt nicht? Nein. Da muss ich jetzt mal fragen, was das ist, weißt du das? Kugelbombe, okay. Ich habe eben Google, also ne, die Suchmaschine verstanden. Keine Ahnung.
Also ich habe jetzt, ich habe es mir jetzt zusammengereimt, okay, ne? Weil ich habe auch Google-Bombe verstanden. Deswegen, keine Ahnung, ich bin gerade so, hä, was meint er damit? Also ich bin da gerade auch am Rätsel. Wenn es irgendjemand weiß, ja, hier, ne, bitte in die Kommentare nein. Vermutlich dieses Ding, was sie ihm nachts mal hingeschmissen hatten, da gab es mal ein Video, wo sie so einen richtig fetten Kloppo da hingeschmissen haben, der dann so richtig heftig explodiert. Das kann sein, dass er das Ding damit meint. Ja, gut, das. Ja, das kannst du dir vorstellen, wie so ein Polenböller hoch 3 mit Rakete fusioniert. So kannst du dir die Dinger vorstellen. Ach du Scheiße. Ich glaube, wenn du dir die mal angucken willst, wie die richtig cool aussehen, musst du mal auf YouTube Komodo mit C, C-O-M-O-D-O 3000 eingeben. Dann hast du. Ist schon geil. Die schießt du mit so einem Mörser in die Luft normalerweise und dann macht's bumm. Okay, und jetzt haben sie halt auf seinen Hof dann geschossen. Sieht so aus. Also wahrscheinlich nicht abgeschossen, sondern einfach nur geworfen, das Ding. Schätze ich mal. Aber wird ein kleineres gewesen, weil die großen, wenn die am Boden explodieren, macht das schon Schaden, glaube ich, so wie die aussehen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen. Ich denke da an die Szene, wo ich kenne, wo halt da einer mal so eine Art Böller über das andere Haus da drüber geworfen hat. Ja gut, klar. Das gab es ja wahrscheinlich öfter sowas. Ne? Der sowieso da, der Böllerwurf da mit verdammten Arschlöcher, das ist ja bekannt. Aber ja. An die Stelle dachte ich jetzt ehrlich gesagt, weil das andere, was du jetzt meinst, das ist ich kann mich dunkel leider nicht nur dunkel erinnern. Das war so letztes Jahr, soweit ich weiß, dass da eine größere, ja, irgendwas Größeres über den Zaun geschmissen wurde und das hat er gefilmt mit seiner Überwachungskamera. Also war nicht von einem Hater gefilmt, sondern das wurde von ihm gefilmt und dann, glaube ich, gezeigt. Meine ich. War das vielleicht die gleiche Nacht, wo er da das riesen Metallding da irgendwie gesagt hat, abgewehrt hat und dann so ein Ding? War das vielleicht gleicher Tag? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es könnte sein, aber bin ich mir nicht sicher. Das war ja auch nachts. Das ist richtig, ja. War eine Menge nachts. Ja, eine ganze Menge nachts. Naja. Das war da, müsst ihr morgen nicht arbeiten. Nee. Für jede Zeit hat er eine Ausrede gehabt oder irgendeine andere Art, ne? Ja, klar. Natürlich. In die Disco, Sauna. Ja. Ja, also ich, Fun Fact, gehe gerne in die Sauna, Leute. Weil wie es bei dir ist, also ich gehe da gerne rein. Ich weiß nicht. Für mich war es, ich glaube in meinem Leben war ich 3-mal in der Sauna oder so. Also es war jetzt nicht so schlecht. Fand ich ganz angenehm. Aber ja. Quasi nichts, was dich jetzt vom Hocker haut. Ja. Ich weiß sowieso, alleine ist sowieso ein bisschen, wo willst du da hin? Keine Ahnung, kommt man sich auch ein bisschen komisch vor, weiß ich nicht. Also bei mir ist nach dem Sport. Nach Sport, okay, wäre auch nicht schlecht. Ja. Ja, weiß ich nicht. Sonst. Ja. Man ist ja nur, ist ja nicht wie Rainer und geht dann da in irgendwelche Gay-Saunas rein, weil er geht ja auch alleine. Das bitte nicht, aber. Nee, wüsste ich so nicht. Nee. Aber ist so ganz angenehm, ja. Ich weiß so, dass ich mal als Kind irgendwo, ich weiß gar nicht, auch in so einem großen, ich glaube so eine Therme war das irgendwie so. Und dann gab es da so eine Grotte irgendwie, so konnte man reingehen, da war so eine Höhlenlandschaft. Und das war eigentlich auch eine große Sauna, aber das wusste ich halt als Kind nicht, keine Ahnung. Dann bin ich da halt in so einen Pool gesprungen, der in der Sauna war. Das ist ja dieses Frigidarium, also dieses super arschkalte Becken. Bin ich da reingesprungen, weil ich dachte, ja, die Luft hier ist warm, da wird das Wasser ja wohl auch warm sein, ja. Da war ich aber sehr, sehr, sehr schnell wieder draußen. Das weiß ich doch. Also, Saunas und ich hatten keinen guten Start. Das weiß ich nicht. Okay, ihr wart nicht so nee. Die Freunde, sozusagen. Später habe ich mich dann nochmal getraut, ja. Aber vorher ja, nicht. Der Anfang war schlecht, der Anfang war deutlich schlecht. Also muss man sagen. War ein einschneidendes Erlebnis, ja. Glaube ich. Ei, ei, ei.
Ja. Ja, gut, dann, wir haben noch. Machen wir mal weiter. Wow, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Über die Hälfte. Ja, allerdings. Immerhin über die Hälfte schon mal. Ja. Okay, krass, das hätte ich jetzt gedacht, tatsächlich. War das ja schon. Nein. Ich habe gesagt, dass halt Böller und was weiß ich alles geworfen wurden, unter anderem vor kurzem erst eine Kugelbombe, die den ganzen Hof eingerissen hat. Ich habe dann sogar gesagt, dass das aber einen Krater hinterlassen hat und alles. Klar. Kommt so uninteressiert. Klar, ja. Klar, Rainer. Aber siehst du, vor kurzem, das Hater Miyazaki war ja, dann, ne. Stimmt, vor kurzem. Genau. Also war es tatsächlich... Letztes Jahr im, weiß ich nicht, Oktober oder so? Oder wann war das hier? Also schätze ich mal, so Anfang Oktober, Ende September irgendwie so. Und ich glaube, das mit der Eisenplatte, das war ja August, Juli? Keine Ahnung, so vor einem Jahr. Ich weiß es nicht. Ja, das stimmt. Hätte ich jetzt gesagt gehabt. Du hast recht, weil da war er ja noch in kurzen Sachen und er... Ist ja jetzt nicht so mit Kälte, auch wenn er jetzt starkes Immunsystem hat, aber er ist nicht so mit Kälte. Richtig, genau. Sein starkes Immunsystem, wo er trotzdem jedes Mal zur Erkältungszeit auch wieder krank ist. Ja, klar. Ja. Genau. Ach ja. Das ist halt unser Reini. Unser Reini, genau. Ja. Auch ich finde das ungerecht, dass du ins Gefängnis musst. Ich bin ein großer Fan von dir und finde, also das ist nämlich die Polizistin, ne? Fan von dir und finde, das ist der Betreff wohlgemerkt, und finde, dass es nicht okay ist, dass sie dich ins Gefängnis schicken wollen, weil deine Hater haben dir mehr Schaden angerichtet, als wie du ihnen, bei weitem. Ich habe einen Stream allein. Alle. Was? Ich habe deinen Stream. Doch derjenige, ja. Der in jedem seiner kacken Videos irgendjemanden von uns oder alle provozieren muss. Richtig. Ja? Und von so jemanden höre ich das. Ja. Klassischer Rainer wieder. Und. Eben. Und in jedem Video hörst du auch, aber ich will hier nicht jeder thematisieren. Ja. Und dann zieht er aber genau darauf ab, was soll es denn sonst sein? Er hat doch keine andere Community ja auch. Er hat ja keine Fans. Ja. Was will er denn? Ja, wen will er denn sonst ansprechen? Eben. Auch wenn er sagt, er hat so viele Fans. Ja, klar. Natürlich. Er hat ja auch mal in einem Video, das war auch, glaube ich, bei dir, hat er mal in einem Video gesagt, ja, mittlerweile müsste, könnte ich sogar ohne die Hater sehr viel weiter sein. Ja, klar. Ne? Ja. Hat er mal gedacht? Ich meine, da war was, ja. Klar, Rainer. Das habe ich gelacht. Viel breiter kann er sein, aber mehr auch nicht. Er wächst ja, wenn eh nur noch in die Breite. Das sowieso. Ja. Das sowieso. Und ich glaube auch nicht, dass es aufhört. Mhm. Da wird sich das ganze Zeug immer weiter reinrendern, immer weiter und weiter. Tja. Ja. Das. Man weiß nicht, ob da irgendwie. Keine Ahnung. Das. Er könnte ja, wenn er halt mal wirklich darauf achten würde, könnte er ja vielleicht dann noch irgendwie, ich weiß nicht, ob es vielleicht schon viel zu spät ist, wenn man sich jetzt 32 Jahre lang nur von sowas ernährt, weiß ich nicht, ob man da noch irgendwas aufhalten kann, aber ich meine, noch ist es nicht zu spät, glaube ich. Aber es wird ja nicht passieren, es gibt ja nicht mal diese Einsicht bei ihm. Nee, und du musst ja so sagen, mit Sport jetzt erstmal ist ja eh, nein. Kannst vergessen, er muss sich runterhungern erstmal. Genau, ja. 100 Kilo, wenn nicht noch mehr, muss er sich erstmal runterhungern. Ja, klar. Sonst das, was will er sonst machen, genau? Was will er jetzt für Sport da groß machen? Das kann er vergessen. Eben, der steht von seinem Hocker oder auf was er halt gerade sitzt, steht er auf und ist aus der Puste. Genau. Da kannst du vergessen, dass er da irgendwas macht. Es war schon beeindruckend. Hat er sich nicht mal hingelegt, irgendwie in einem Stream auf dem Boden? Ist da auch bei eingepennt einmal? Und dann sollte er doch, waren das Sit-Ups?
Irgendwas sollte er doch machen. Oder irgendwie aufstehen ohne Hände. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie war da mal was. Das hatte ich gesehen. Du meinst jetzt aber nicht das Video, wo er auf seiner auf dem Zahnsofa ohne Hände mal aufstehen sollte? Nee. Das ist schon okay. Neuer. Ich glaube, da hat er auch schon den Gaming-Stuhl gehabt. Da lag er in einem Stream auf dem Boden. Also reell komplett mit dem Rücken auf dem Boden. Und dann sollte er irgendwie, ich glaube sogar Sit-Ups machen. Ich weiß es nicht. Ehrlich nicht. Irgendwie sowas. Also, und ich meine, das hätte er sogar geschafft. Also, keine Ahnung. Gut. Einen Sit-Up macht, traue ich ihm zu, weil einer ist so schwer nicht. Deswegen, vielleicht, wenn man damit anfängt, mein Gott, ja, es ist, aber vielleicht. Ja, aber prinzipiell ist ja jetzt Sit-Ups erstmal was Muskeln aufbaut, ne? Nicht Fett abnimmt. Ja, Hauptsache Sport, sag ich mal, ne, aber. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob bei ihm jetzt nicht erstmal die gute Idee wäre, erstmal abzunehmen, anstatt irgendwas aufzubauen. Er könnte ja auch alles umwandeln, was er jetzt an Masse hat, kann er in Muskelmasse verwandeln. Also, das geht auch, weil jetzt 32-jährige Massephase, wenn er jetzt eine 32-jährige Trainingsphase hinterherkloppt, dann sieht das gut aus, glaube ich. Dann ist er der trainierteste. Der 64-Jährige Deutschlands. Ich sehe da Hoffnung. Nur Zeit wäre. Nur wenn das so weitermacht, bezweifle ich, dass er noch so lange lebt. Ja, das ist auch wieder wahr. Ich meine, wenn man jetzt schon mit fucking 32 so ein Bein hat und solche gesundheitlichen Schäden. Die Gallenblase muss ja auch mal bedenken, die ist ja auch schon lange raus. Das ist nicht mehr das neueste Modell, ist nicht mehr fabrikfrisch. Das ist. Diese kacken Gallenblase, ne? Wenn ich mir das so vorstelle, was der sich da reinrendert, ne? Die ganze Zeit. Deswegen, obwohl er das Ding schon draußen hat. Ich weiß natürlich jetzt nicht, warum ihm das rausgemacht wurde. Ich weiß nicht, weißt du da irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, warum habe ich jetzt nie mich drüber informiert, warum? Ich weiß nur genau, das. Deswegen, genau so geht es mir auch. Und wenn ich das doch eigentlich im Hinterkopf habe, dann müsste ich doch eigentlich zumindest darauf achten, was ich esse. Denke ich mir so, weil, keine Ahnung. Das ist ja schon heftig. Ich kenne jetzt niemanden, auch jetzt nicht jetzt nur in meinem Bekanntenkreis oder auch so generell, habe ich noch nie vorher gehört, dass einem die Gallenblase rausgenommen wird, so out of the blue irgendwie. Das muss ja schon irgendwie dann mit irgendwas zusammenhängen. Mit Sicherheit. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, weil er war damals, wo die rausgekommen ist, ja auch schon übergewichtig, dass auch was damit zu tun hat. Gut möglich, ja. Also auf jeden Fall wird es mit der Verdauung zusammenhängen. Ja. Ja. Ich hatte auch, als ich noch ziemlich übergewichtig war, hatte ich auch sehr oft Sodbrennen. Mhm. Sehr oft. Seitdem das weg ist, man glaubt es nicht, an was so viel Übergewicht liegen kann, aber seitdem das weg ist, habe ich es nicht mehr. Nicht einen Tag seitdem mehr hatte ich das. Ist erfreulich. Und jetzt, das gönne ich niemanden, ne? Du wachst nachts auf, so um 3 und 4 und hast so, da kannst du nicht mehr schlafen, weil dir alles wehtut, ne? Du kannst nicht mehr schlafen, das kannst du vergessen. Ja, das glaube ich, dass das eklig ist, ja. Nicht so schön. Ja, und jetzt bist du ja so jemand wie ich, bin sehr großer Fan von Naturjoghurt, jetzt ist das Zeug aber ziemlich sauer, und hat es noch natürlich abends noch mehr zugeholfen, ne? Das konnte vergessen. Und das war mit 130 Kilo. Jetzt stell dir das mal mit seinen fast 300 vor. Also, ich weiß nicht. Das wird auch ziemlich, ich stell's mir vor, warte mal, wie hieß der denn hier? Der Sketch von Monty Python war da doch hier mit, warte mal, Monty Python. Krosot oder Kriosote hier französisch, da das kennst du den Sketch? Es ist ziemlich eklig, aber muss ich manchmal dran denken, so ungefähr.
Nee, kenne ich nicht. Muss mal eingeben auf YouTube, aber ist schon ziemlich eklig. Okay, ja. Das ziehe ich mal rein, damit ich weiß, was du meinst hier. Also, ja, kannst du mal machen. Ich ahne fürchterliches. Es ist schon heftig. Haben sie gut gemacht. Da, ja, dann. Ja, da musste ich irgendwie an Rainer denken, genau. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Es gibt vieles heutzutage, seitdem ich da eben jetzt tue, was ich tue. Das gibt vieles, was mich irgendwie an Rainer erinnert, wenn irgendwas ekelhafte Ausmaße nimmt. Schauen wir mal weiter. Dann genau. Eben. Ja, haben immer noch über 10 Minuten hier. Ja. Deine Streams alle angeschaut und vermisse sie jetzt schon. Alle Glückwünsche von Bloodshop. Okay. So, Kleine, was willst du eigentlich? Du siehst doch total niedlich aus. Voll das süße Gesicht, mein Schmusemaus. Und mir ist schlecht. Hast du das auch so, diese Schmusemaus? Stellt sich alles auf. Selbst die Nackenhaare, wenn du keine Nackenhaare hast, stellt sich auf. Oh Gott. Ja, nee, danke, nein. Schmusemaus, hör mir auf, ey. Wenn das jemand zu mir sagen würde, ne? Ich würde direkt ins Gesicht kotzen. Es ist wirklich, gerade wenn dann, muss ja auch, wenn dir das Rainer sagen würde, so als Frau, so, ich könnte mir echt. Das hat er auch zu Mona mit Sicherheit, was weiß ich, wie oft gesagt, ne? Das muss ja so gewesen sein, ey. Boah. Das ist schon hart. Echt hart, ja. Also niemand verdient Schmusemaus genannt zu werden, ey. Keine Ahnung, es ist. Aber es ist unser erfahrener Beziehungsberater hier. Ja, klar. Der weiß es schlafen, wie es geht. War ja auch jetzt im Blog gelesen, da. Wie es läuft, wie man das richtig macht. Wenn man Krise ist. Ja, prima Noctis-mäßig hier. ihr Kid. Schauen wir mal weiter. Bei seiner Lordschaft hier, weil wir gerade prima Noctis haben, seine Lordschaft. Ja. Musemaus, du bist die süßeste überhaupt. Es gibt keine, die schöner ist als du. Also meine Musemaus, ich liebe dich. Und Kogi grüßt dich, auch wenn er nicht weiß, wer du bist. Ich grüße auch. So. Schick mir ein Bild. Ach so, sie ist total hässlich. Ist auch immer schön, das hat er ja aber wieder auf Beitreten. Zu 10.000 anderen ja auch schon gesagt. Ne? Es ist ja auch immer toll. Das schreibt er ja eigentlich auch jeder, die ja irgendwie, wo er weiß, dass es ein weibliches Wesen ist, die kriegt er dann auch direkt, du bist die geilste, die schönste und so. Ja. Und das können die sich natürlich auch alles schön anhören, ne? Ist ja alles. Natürlich. Ne? Natürlich, aber das ist halt von einem Narzissten. Ich glaube, das hattest du auch sogar gemacht, dieses Lovebombing oder wie man das nennt. Was meinst du jetzt genau? Ich bin mir auf die Sprünge. Ja, wenn so ein Narzisst halt mit einer Frau irgendwas anfangen will, ne, dass er sie zuerst mit sehr viel Liebe überschmeißt, so dass es ihr schon fast auf den Sack geht. Ja. Und dann so die Art von, ich drücke jetzt, glaube ich, meinen Worten falsch aus, aber dann hat das Blatt sich so wendet in eine Unterdrückungsphase und ich bin mir doch wichtiger. Und er halt dann mit Gefühlen, wie sich mal selbst zurücknehmen für meinen Partner, ne, sowas traue ich ihm halt überhaupt nicht zu und das fängt halt dann an. Absolut nicht, genau.
Ja, und das. Und da denke ich halt, also deswegen, ja, weil er halt so ein Narzisst ist, deswegen, weil jeder damit anfängt, sie erstmal mit Liebe und guten Worten zuzuschütten, ja. Ja, dass sozusagen, bildlich gesagt, der Eimer voll genug ist, um da auch mal wieder stückweise rauszunehmen, damit es keiner merkt. Genau, genau, ja. Ja, ist ein schöner Vergleich. Aber es ist halt, ne, die meisten Frauen sind halt auch nicht blöd. Nee. Ja, die checken das halt meistens, bevor er weiß, was er da natürlich anstellt. Ihn kann man ja sowieso leicht durchschauen, also von daher. Eben. Gibt keinen, den man es leicht durchschauen kann. Da muss man wirklich jetzt eigentlich keine großen Menschenkenntnisse haben, um da relativ schnell zu bemerken, was da die Absichten sind. Eben. Und da call ich auch, pass mal auf, die nächste Fress-Challenge wird eine Burger-Challenge. Oh, wie kommst du da denn drauf? Ja, weil er mag keine Burger. Ja, klar. Wie war das, wo er da sich selber Burger gemacht hat? Wie viel hat er da gefressen an einem Tag? Oh, boah, ich glaube 24. Meinst du echt so viel? Keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall zweistellig, das stimmt. Aber ja. Also, es war auf jeden Fall mehr als ein Dutzend. Aber er mag ja keine Burger und auch keine Schokolade. Aber er isst sie halt trotzdem. Ja, genau. Ja, er mag keine Schokolade. Ne? Er mag auch keine Cola, nee. Aber Energy Assault, Monster Assault, klar. Geht. Ja. So ein Gelaber, ja. Und das, muss man vorstellen, das ist alles im Kopf bei uns. Alles im Kopf. Ja, das wichtige Gehirnkapazität ist dafür verschwendet. Deswegen. Ja, richtig. Ja, dafür habe ich Mathe aus der Grundschule komplett vergessen. Das geht gar nicht mehr. Ja, ist weg. Weg. Kreuz für alles ein Taschenrechner. Kleiner einmal eins, weißt du noch, wo du da in der Schule warst und so Wetten mit den anderen Klassenkameraden gemacht. Hey, komm, jetzt ist für einer da. Ja, jetzt ist nichts mehr. Kleiner einmal eins. Da ist weg. Die ganzen Ecken rechnen, Kämpfe, alle weg. Ja. Das ist so. Belastend. Ja, muss sein. Ja, ja. Muss sein. Tun's ja klar, gerne. Ja, natürlich, natürlich. Irgendwas Scheiß raus und reiner rein. Ist so. Ja, wie Alkohol in den Kopf. Genau. Weitermachen. Ne, funktioniert nicht, wenn ich auf Load World gehe. Ne, Join World, ne? Da heißt es schon. Ja, es ist bei mir auf Englisch. Ich meine auch, dass das gut ist, wenn du heimgehst. Ich habe Angst um dich. Ich will nicht, dass dir wieder was passiert. Und beim letzten Mal war es auch zu früh. Servus. Sorry, ich konnte keine Übertragung anmachen. Ich bin gerade mit zwei Kumpels am Zocken. Soll, dass ich mich nicht gemeldet habe, aber ja, ich weiß nicht. Bin momentan ein bisschen so wild. Und vielleicht können wir ja später quatschen, mal schauen. Ist momentan, lass mal weg. Deine Freunde. Die anderen zwei werden wahrscheinlich nicht mehr so lange wach bleiben, schätze ich jetzt einfach mal. Du lügst. Wieso lüge ich? Ich schätze wirklich, dass... Wir machen halt die ganze Nacht durch. Also ich dachte eigentlich, dass ihr bald Achso, morgen ist es Samstag. Ach, du willst uns loswerden? So ist es. Nee, ich dachte, morgen ist... Das war nicht meine Freundin, aber... Ja. Was war wohl deine Freundin? Erzähl mir nichts. Ich kenne doch deine lüsternde Stimme. Meine Freundin hat keinen Bart. Jetzt bereue ich es gerade. Ich finde auch... Ich finde auch Jungs im Rollstuhl richtig attraktiv. Ich auch. Ich entschuldige mich für alle, die gerade was essen. Meine Freundin hat keinen Bart. Danke. Ja, zumindest nicht im Gesicht. ja. Ja, das war der
Ein guter Kommentar. Zumindest nicht erwartet. Jetzt kann jeder selbst bestimmen, was er meinen könnte. Gute Hagebutte. Man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht. Ist so. Habe ich übrigens schon mal gehabt, ne? Jetzt kommen die krassen Sex-Stories wahrscheinlich. Ja. Habe ich mir erzählt, ne? Nee. Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Hast du was mit einer Rollstuhlfahrerin gehabt? Nee, mit einem Kerl. Mit Cookie? Nein. Nee, das war zwar damals auch ein 16-Jähriger. Jung. Aber ich war damals auch erst 17. Was? Also von daher. Und der konnte sich halt gar nicht mehr bewegen, oder? Doch, also der hat sich schon bewegen können an sich. Der hat halt ein bisschen Hilfe gebraucht beim, ne, Hochkommen und alles, aber hat schon hingehauen, also schlimm war es nicht. Ja, aber also konnte er dich dann überhaupt vögeln oder wie lief das? Nee, es lief genau andersrum, tatsächlich. Ja, okay. Also. Oh nein! Oh Gott, ey. Erst habe ich, ich weiß, welches Hochkommen er meint, aber ich stelle es mir halt einfach schöner vor, als wenn Rainer halt es geschafft hat, dass er wieder laufen kann. So, kann ich das? Ja, ja. Warum sitzt du denn? Steh auf. So. Oh Mann. Man weiß einfach, es ist Lü, aber trotzdem. Er gibt doch gerade eigentlich damit an, dass er einen Rollstuhlfahrer. Ja, wegflankt, penetriert, was weiß ich, es ist weird flex, but okay. Keine Ahnung. Gleiches Level wie sich ein 30 cm nur an den Arsch zu fangen. Du sagst es, ja. Ja. Okay. Aber wir wissen ja alle aus einem Video, er flext nicht gerne. Nee, er flext nicht gerne. Ich hoffe mal, dem Rollstuhlfahrer hat es gefallen, aber. Ja. Ja. Und natürlich war es andersrum. Ja. Ne? Also, jeder, der jetzt dachte, er wäre hier der, ne? Nee. Heini lässt sich nicht wegflanken. Wenn, flankt er weg. Weil selber weggeflankt zu werden, wäre ja schwul, ne? Also er ist ja auch nicht submissive, ne? Das geht ja gar nicht, ne? Er ist ja der krasse, dominante Ficker. Ja. Da wird sich nicht unterwürfig irgendwie mal verhalten, das geht nicht. Das ist aber klar. Nee. Das geht nicht. Überhaupt nicht. Ah, ja, komm. Jetzt ist es vorbei mit was essen. Mach weiter. Du hast ihn gefüllt. Sozusagen. Ah. Ja, beziehungsweise so gefögelt. Es war so ein bisschen eine Mischung eigentlich, so aus gegenseitigem Wichsen und so. Gegenseitig ein bisschen Blasen. Danke! Für dieses Kopfkino. ja, und am Ende habe ich ihn halt ein bisschen herangenommen und er hat dann halt abgespritzt, als ich in ihm war und dann war er halt auch zufrieden. Hat dann schon gepasst. Da musst du natürlich auch hochhalten, ne? Also, oder lag er? Weil wenn er wird ja auch gelähmte Beine gehabt haben. Ja, ja, nee, der war ziemlich stark mit. Bitte gucken Sie dieses Video nicht, während Ihre Freundin im Raum ist. Keine Ahnung. Das ist, ja. Ich weiß nicht. Also. Ich hab gerade eine Frage im Kopf, aber irgendwie möchte ich die nicht stellen. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Ich weiß halt echt nicht, ob man dann kommen kann, weil das klingt schon wieder so hardcore nach Hentai, die er irgendwie geguckt hat. Irgendwie so ein Gay-Hentai oder irgendwie sowas, wo er immer alles am Gespritze und alle laufen so aus wie die Wasserfälle. Und die Titten platzen auch noch alle und überall kommt es überall raus. Was weiß ich was, keine Ahnung. Es klingt hart danach, wenn er dann wieder sagt, ja, ich habe den von hinten weggebuttert und dann ist der vorne erstmal explodiert währenddessen. Keine Ahnung. Ich frage mich halt gerade, ja, weiß ich nicht. Geht das überhaupt? Also ich meine, bestimmt irgendwie.
Ja gut, jemanden, den das geil macht. Bestimmt, ja. Also ich weiß ich nicht. Ich denke, wir könnten uns geileres vorstellen. Ja, ich kann da jetzt auch nichts zu sagen. Deswegen müsste wer machen, sagen, der da mit Erfahrung hat, ob das wirklich funktioniert. Wäre mal interessant. Ja, ja. Also, demjenigen steht frei zu kommentieren. Ja, nee. Das sind wissenschaftliche Fragen, ja. Ja, ja. In der Wissenschaft muss alles mal getestet werden, habe ich so das Gefühl. Nur manches bitte nicht an sich selbst, aber ja, keine Ahnung. Das wären so typische 3 Uhr nachts Fragen, wo man wach wird und sich denkt, warum? Warum Gehirn? Warum muss das jetzt sein? Ich will eigentlich pennen. Weißt du, ich kenne das auch, du liegst nachts wach und dann denkst du dir, machst noch mal einmal dein Handy auf, siehst so, oh fuck, schon wieder 2:30. Aber jetzt irgendwie dieses Hintergrundbild, nee, da muss jetzt ein neues hin. Und dann googelst du und du findest nichts Vernünftiges. Und dann gefällt dir dein Wecker nicht, der da morgens 7 wieder schellt. Der Ton muss anders. Du bist ja schon die letzten 2 Jahre mit dem Ton aufgewacht. Nee, jetzt ist es wieder soweit. Aber genau aus diesem Video möchte ich gern den Ton haben. Den muss ich mir jetzt auch noch raussuchen. Und zack. Ach ja. Erlebnisfrei erfunden, muss ich dazu sagen. Ja. Naja. Oh nee. Machen wir mal weiter. Irgendwo. Eben, ja. Würde auch sagen hier. Vielleicht hilft's. Ne? Den Gedanken loszuwerden. Ziemlich stark mit den Oberarmen. Der ist ja sein Leben lang, also der kennt das ja sein Leben lang, so, 16 Jahre. Der ist ja sein Leben lang so. Großartig, wieder großartig. Er wurde sein Leben lang schon wegflankt. Der hat sie schon alle gehabt mit 16, oh, sein ganzes Leben. Oberarme wie Markus Rühl, der braucht keinen Rollstuhl, der geht auf den Händen. Ach ja. Oh Gott, hör auf, ey. Ich kann immer. Was ist hier los? Ah, ist das wieder schön. Ja, traumhaft. Echt schon. Ja, er kennt es nicht anders. Sein Leben lang. Sein Leben lang. Ja. Der, die immer aufreißt, war wahrscheinlich auch in der Gay-Sauna, wo er den getroffen hat. Mit 16 schon, war mit der Gay-Sauna. Mit 16, klar. Noch mit seinem Vater damals. Ja. Ja. Irgendwo müssen die Fantasien ja herkommen. Oh, Hilfe. Jetzt okay, ich mach Schluss, also. Mach weiter. Ja. Oh, mir tut schon die Brust weh. Oh. Gewesen, dass er im Rollstuhl geguckt war. Und der hat auch keinen elektrischen gehabt, sondern der hat wirklich nur mit seinen Händen alles so gemacht, ne? Und dann hat er jetzt so muskulös, der ist ins Fitnessstudio gegangen, da habe ich ihn halt kennengelernt, so. In der Schulzeit war ich ja im Kampfsport und alles. Und, Klar. Nein, wir sind zu nur gekommen, Sport und alles. Im Fitnessstudio rein, genau. Ist er dran vorbeigelaufen und dann, hat putzt da nur, ne? Keine Ahnung. Oh je. Yeah. Klar. Sport und alles. Und weißt du, was mich daran stört? Das und alles. Und alles. Ja, guck mal. Ja, was? Ja, und alles. Klar, man weiß es nicht. Ding halt. Und der Rollstuhlfahrer hat da bestimmt auch Kampfsport gerade gemacht. Ne? Ja. Ja, vielleicht war das Rainer sein Sparring-Partner. Keine Ahnung. Ach, ja. Scheiße. Damit sie einen finden, damit der genauso viel wiegt wie Rainer, damit das die gleiche Gewichtsklasse ist. Und dann war der Rollstuhl aus Blei, damit das hinkommt. Ja, gut, ich habe meine Fantasie gerade. Also, ja, yeah, wenn du... Ja. Einfach mal einen Bleirollstuhl durch die Gegend geschoben. Irgendwo müssen die Arme ja herkommen. Ja, eben. Er mordet die dicken Arme. Und Rainer hat ihn aber trotzdem weggeflankt. Auch mit den dicken Armen. Also, der kann zwar auch Treppen hochschieben, aber sich selber, das ist gar kein Problem. Aber, der Rainer, der ist trotzdem dominanter.
Ja, trotz allem. Ja, trotz allem. Ey, das kannst du doch schon wieder nicht ausdenken hier. Ja, der ewige Wegflanker. Ja. Ja. Der ist dann, der hat auch richtig muskulöse Arme gehabt, der ist dann nachher gegangen und hat, er hat sich auch daheim an der Küchenzeile hat er sich hochgestemmt und hat quasi, wie wenn er gelaufen ist, ist er quasi an der Küchenzeile entlang gegangen und hat sich dann Sachen aus dem Regal genommen und, ne? Also, das ging alles, der war heftig, der hat sich mit einem Arm auch abgestützt und mit der anderen hat er das Zeug, mit der anderen Hand hat er das Zeug aus dem Regal rausgenommen, also das war heftig. Und da hat sie teilweise dann einfach festgehalten und hochgestemmt und ich habe natürlich ein bisschen Stützung gegeben, weil der konnte ja auf die Beine eigentlich nichts machen. Der hat ja Gefühl und gar nichts gehabt, aber der hatte ein bisschen Übung darin anscheinend auch. Oh. Jetzt habe ich so ein ekelhaftes Bild im Kopf. Einer da schön unten, ja. Ihn stützt. Ich weiß nicht. Also wenn der das, wenn der Rollstuhlfahrer das wirklich konnte mit 16... sich mit ein, guck mal, der muss ja erstmal da hinkommen zur Küchenzeile. Und der muss ja überhaupt erstmal stehen. Ja. So eine Küchenzeile ist ja auch gut mal einen Meter hoch oder so. Ne? Also dann stützt er sich mit einem Arm auf dieser Platte ab und mit dem anderen Arm holt er gerade was aus dem Schrank. Wie soll der das denn machen? Mit Übung. Also der muss ja wirklich, als wenn es so wäre, dickes Respekt, presse ich hier auf der Tastatur mal kurz F. Das wäre schon krass. Aber ich, das. Komm. Ich glaube, Rainer, da machst du dir gerade ein zu großes Lügenkonstrukt auf. Das ist gerade wieder so ein bisschen too much. Bissel, nur ganz kleines Bissel. Ja. Hilfe, ey. Also, er übertreibt wieder maßlos. Ich stelle es mir eigentlich eher so vor, wie er ihn dann von hinten hält, so wie bei Titanic dann. Er sie auf der Reling so hält und dann hält er ihn so hoch zum Schrank und ja. Dann spielt die Musik und vor dem Küchenschrank. Vor dem Küchenschrank, ja. Und dann flankt er ihn natürlich auf dem Herd durch, zack. Die Chance nutzen. Ja. Und dann kommen Mama und Papa rein. Und dann. Oh. Nein. Den Gedanken führe ich jetzt nicht weiter. Bitte drück einfach weiter. Ist schon okay. Ja. Und ja, das ging dann schon so halbwegs. Krass. Da war erstaunlich mobil tatsächlich. Also. Deswegen sage ich kenne halt ganz viele verschiedene Arten von Menschen, so. Bin halt mit vielen Menschen aufgewachsen und ich habe mich halt auch immer für viele verschiedene Sachen interessiert, so, weißt du? Hast du noch Kontakt zu dem? Nee, um Gottes Willen, das war in der Schulzeit noch. Das war ja kurz, beziehungsweise, nein, das war, als ich aus der Schule rausgekommen bin. Also das war, Was denke ich mir denn jetzt aus? Ja. Mit welcher Lüge kann ich jetzt hier wieder punkten? Den ein Jahr bevor ich aus der Schule gekommen bin, genau. Aber das mit 6 war ja später. Das kam auch eigentlich eher das kam man nicht auch eher überraschend tatsächlich. Das war gar nicht wirklich geplant so. Weder von ihm noch von mir so. Wir hatten, was haben wir gemacht? Wir haben irgendwie einfach Film geschaut. Und der hat halt der ist Abi halt, oder war es damals zumindest. Und da war dann halt so gesagt, Alter, ist die geil. Haben wir irgendwie so einen Film angeschaut. Ich so, ja, nicht schlecht so. Und auf einmal habt ihr den, auf einmal habt ihr euch gegenseitig hingeblasen. So ein was? Er hat das jetzt nicht gefragt, was er jetzt gefragt hat, oder? Hat er tatsächlich gefragt. Ich meine, ich stelle mir das halt vor, nur, das ist nun mal so, ne? Du sitzt da jetzt mit einem Kumpel, ihr guckt irgendein, sagen wir mal Porno sogar, ne? Mit irgendwelchen, ja, sie haben ja Frauen angeguckt, hat er ja gerade selber gesagt, ne? Und, ja. Und dann denkst du so, boah, geil, und dann, ja, komm her, was? Ja, ja, komm her. Ich weiß nicht. Ich,
Wie kommt man auf sowas? Keine Ahnung. Ja, die Frage ist jetzt im Raum. Sie wurde gestellt. Was war denn nun, Rainer? Komm, erleuchte uns. Ja, eben. Doch war es nett, also. Da hat mein Boah, ist die geil und so und kriegst du gleich einen Hatten und alles. Hat aber dabei gelacht halt so. Und ich habe halt gedacht, der macht jetzt halt einen Witz oder so. Und da habe ich halt gefragt, weil ich bin ja immer interessiert und so, ne? Ich habe ihn dann halt gefragt, ob er das überhaupt, genau, ich habe ihn gefragt, ob er das überhaupt kann alles. Und hat er gemeint, ja, natürlich, klar. Geht her, backt seinen Schwanz aus und fängt sich an, runter zu holen. Ja. Er hat halt auch gewusst, ja, dass ich halt kein Problem damit habe und so, ne, und offen bin und was weiß ich alles. Und am Bein bist du offen, ey. Ja. Also, sag mal, das kannst du dir doch. Das klingt okay. so utopisch, aber das ist doch, kannst du dir doch nicht ausdenken. Als ob er dann. Oh, geht das denn bei dir? Funktioniert das? Ja klar, zack. Ihr fass an, läuft alles wie gespielt. Also wunderbar. Ja. Und, ja. Alles. Und ja, anscheinend haben sie jetzt auch vorher sich schon drüber unterhalten, hat Rainer jetzt ja gerade gesagt, ja, wir hatten schon ein aufklärendes Gespräch, er wusste ja auch, dass ich damit kein Problem habe. Also haben sie ja eigentlich schon drüber geredet, also hätte das ja eigentlich schon wissen müssen, dass es funktioniert. Warum ist er dann überrascht, dass es jetzt tatsächlich funktioniert? Also das macht doch gar keinen Sinn. Nee, Hilfe. Also, ne, jetzt. Wie oft in seinen Videos zum Schluss wird nochmal aufgedreht, ja, ne? Genau. Zum Schluss geht's nochmal ab. Man wird nochmal richtig drauf gedrückt, genau. Ja, richtig. Könnte noch spannend werden, Leute. Wundervoll. Wenn ihr nicht mehr ins Wasser gehen wollt, dann können wir auch weiterfahren. Jo, wir können ruhig weiterfahren. Ich muss gleich tatsächlich einmal kurz aus dem Game raus, aber ich bin noch wieder da. Wie auch immer, jedenfalls. Oder soll ich nochmal weiter erzählen? Ich weiß nicht, ob euch interessiert. Doch, ich finde es eigentlich echt spannend, weil. Ja, also im Prinzip. Was von dir gehört, geworden. Ja, ich denke halt auch in sowas nicht dauernd nach. Das ist jetzt sowas, wo ich mich wieder frage: Wird er gerade von seinem eigenen Drache getriggert oder was hier los? Weiß ich nicht so, aber. Keine Ahnung. Aber die sollen ihn jetzt nicht unterbrechen, du. Ich will das jetzt hören. Ja, ja, genau. Ja. Dauernd nach, weißt du, das ist nicht so, dass ich den ganzen Tag denke, boah, geil, ich habe einen im Rollstuhl gefickt. Das ist halt, ist halt so eine Sache, die ist halt passiert, ich habe mir da keinen Kopf drüber gemacht. Das ist auch ein paar Mal danach noch passiert. Klar. Ja, ich bin versehentlich reingerutscht und habe halt, weil ich schon drin war, habe ich halt schnell genau fertig gemacht. Der Rollstuhlfahrer, weißt du, hat sich verfahren und oh, dann war... Klar. So ein Scheiß, ey. Wir haben da auch nie aktiv drüber geredet oder so. Und wir haben auch nie was entschieden oder so. Das ist halt einfach passiert und ja, gehört halt zu den Erinnerungen. Das war jetzt nichts Besonderes. Wobei natürlich im Nachhinein so drüber nachgedacht schon, ne? Aber für uns war das damals nichts Besonderes. Wir kannten uns halt so. Und ja, also im Prinzip war es dann halt so, dass er angefangen hat, sich runterzuholen. Hat er bloß ein bisschen an sich rumgewichst. Und ich habe dann ein bisschen zugeschaut, habe halt dabei ein bisschen gelächelt. Bis er dann wirklich langsam hart geworden ist. Und es war im Prinzip dann auch schon alles von der Vorstellung. Ah, ich dachte, er wäre schon hart gewesen, als er den rausgeholt hat. Da hat er sich jetzt, glaube ich, ja, verrannt. Ja, ich glaube, das Lügenkonstrukt ist gerade zu lange gebrochen. War jetzt gerade. Ja. Also, immer noch. Du sitzt mit dem Kumpel auf dem Sofa, ihr guckt ein Porno mit Frauen. Er holt sein Ding raus, fängt an, out of the blue, sich einen runterzuholen und du sitzt da und lächelst ihn an. Anstatt... Oh, ja. Sag mal. Geht's doch? So, also, ja, ganz normale Reaktion. Klar, kennen wir alle. Ja, natürlich, natürlich. Ja, wenn du was ich da machen würde, ich würde mir den Lauf sagen hier. Weiß nicht. Also, auch wie er jetzt sagt, mit diesem... Ja, ist ja auch nichts Besonderes. Also eigentlich ist es schon was Besonderes. Und das ist ja danach auch noch ein paar Mal passiert. Also hat er jetzt mit dem noch ein paar Mal rumgeflankt oder hat er noch mit vielen weiteren Rollstuhlfahrern da jetzt auch noch rumgeflankt da? So eine Art Autoscooter gespielt, halt, ne? Nur ein bisschen anders. Ja, ja,
Ja, mit einem. Ja. Oh, ja. Aber man weiß es nicht. Ja, das fragt dich. Aber du zu trauen, wärst du mir schon. Ja, klar. Ja, zumindest damals, ne? Da war er ja noch mit etliche Gewichte weniger bestückt. Das ist das richtig. Ja, wahrscheinlich hat er mit 17 auch noch seine Gürtelschnalle gesehen. Möglich. Möglich, möglich. Da gab es doch mal dieses eine Bild von einer, wo sein Betrieb, wo er war. Und da hast du wirklich gesehen, wo es eine Gürtelschnalle noch rausguckt. Echt, tatsächlich? Das kenne ich gar nicht, das Bild. Da gibt's was. Da, ach Mensch, nee, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Okay, krass. Doch, da ist er. Das ist, also lass mich lügen, aber das ist jetzt bestimmt schon über 10 Jahre her, aber es war mal so. Ja, crazy. Ja, das sieht, er hat ja auch damals noch, wo du vorhin gesagt hast, so mit 4 Drachen und der Mädel, das habe ich letztes gesehen, da hat er ja wirklich noch eine Rückenform gehabt. Ja, da, richtig, richtig, genau. Das weiß ich auch, genau. Ja, der Bauch war zwar da, aber die Rückenform, die hat noch, die da war noch Rücken da, also Form. Ja, Rücken. Ja, bestimmt, bestimmt. Ja, und gut, es war damals schon viel. Es war halt noch nicht so over the top, das ging halt noch so irgendwie. So, war halt noch in Ordnung. Ja. Ich bin mir da auch sicher, zu der Zeit hätte es auch mit Sicherheit Frauen gegeben, denen das noch wurscht wäre. Klar. Mit Sicherheit. Da bin ich mir sicher. Mit Sicherheit. Aber jetzt? Jetzt? Naja. Tja. Jetzt ist das so ein Ding mit der Wurst. Ja, es ist. Ich weiß es nicht. Man sagt ja immer dieses. Ne? Zu jedem Topf passt auch ein Deckel. Nützt aber halt nichts, wenn du ein Lappen bist. Ja. Mit dem Lappen machst du halt nichts zu. Halt richtig, genau. Aber ist auch einer meiner Lieblingssprüche, den finde ich schön. Auch, Ja, ist wirklich herrlich. Habe ich noch nicht gehört, bin ich auch mal. Schenke ich euch. Also, wenn er noch einen. Ich hätte noch eins zu der Arbeitsmoral von Rainer. Da finde ich auch einen Spruch so toll. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den mal her habe. Das ist dieser. Wenn du anfängst, ist das, als wenn 3 loslassen. Der ist auch geil. Stimmt. Geil. Wunderbar. Ja. Ein bisschen aus meinem Repertoire. Repertoire? Ja. Machen wir mal weiter, er zieht ja gerade so schön. Eben. Ja. Mal gucken, ob die Theorie mit am Ende nochmal aufdrehen wieder stimmt. Ich sage ja. Ich auch. Er ist dann hergegangen und hat dann gemeint, naja, siehst du, geht schon, wenn ich jetzt weitermachen würde, würde ich auch irgendwann kommen, logischerweise. Und ich sagte, ja, cool, nicht schlecht, und du spürst das auch alles? Er hat gemeint, ja, natürlich, klar. Habe gesagt, okay. Ja, und er hat es dann gelassen. Wenn der Bulle sich da hinstellt, wäre ich zufrieden, ganz ehrlich. Und er hat es dann halt gelassen, hat ihn wieder eingepackt. Und das war es eigentlich dann auch so an sich. Ein paar Tage später haben wir uns dann auch wieder getroffen. Und ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben irgendwie. Unsere Eltern haben ein riesiges Haus gehabt und alles. Und war das mit dem Pool? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die hatten halt auch ein paar so medizinische Geräte halt auch für ihn und so, ne? Die hatten so einen kleinen Whirlpool und so ein paar Sachen. Er durfte da aber halt nicht alleine hin, ne? Außer er hat halt jemanden dabei gehabt, der halt alt genug und groß genug war und keine Ahnung. Und ich war ja mit 17, war ich da ja erstens älter wie er. Und zweitens war ich halt auch groß und stark, so. Kannte man ja aus der Ding. Und da ging das dann halt eigentlich. Und dann sind wir zusammen halt im Whirlpool gewesen. Und ich glaube, das war dann da. Also wir waren dann da auch halt auch nackig drin. Wir waren ja 2 Jungs und so. Und war da ja nichts. Das war ja jetzt nichts dabei so. Ja, und dann
Hast du wieder Holz eigentlich? Hm. Dann haben wir in die Kiste bei Gelegenheit, bitte. Ja, und dann haben wir halt, ich weiß nicht mehr, irgendwie war es dann so, dass wir irgendwie nebeneinander geguckt waren. Wir haben uns unterhalten. Irgendwie auch über Weiber und so, über die Leute in der Schule, weil ich bin ja nicht mehr in der Schule gewesen. Also wusste ich halt nicht, welche Leute noch so in der Schule waren, weil ich bin ja jetzt ja vorher abgegangen. Und da hat man, die haben richtig geile neue Weiber gekriegt irgendwie, weil das sind irgendwie Zwillingspärchen irgendwie dazugekommen. Und die sind richtig geil sind so. Und dann sind wir halt auch irgendwie so bei Ende des Redens. Haben wir dann irgendwie, er dann einfach angefangen irgendwann mit seiner Hand über mein Bein zu streicheln und mir anzuwichsen. Und ich habe am Anfang, erst habe ich gar nicht groß drauf geachtet. Das ist schon wieder so cringe, ne? Das ist ultra cringe. Und es ist halt einfach, ich weiß nicht, es ist einfach so, wie er sich das wieder zurechtspinnt. Das klingt halt wirklich wieder wie eine von seinen Geschichten da aus Die Antwort auf die Träume oder so. Er ist wieder im World. Ja. Und aber auch keiner zu Hause da in dem Moment, war aber nur wir beide. Ah, wir sind ja jung und wir sind ja Jungs und dann war ja da der, ich bin ja hier groß und stark schon und dann habe ich ihn da in den Whirlpool reingehoben und bin selber reingehüpft und dann haben wir uns die Klamotten vom Leib gerissen und free und independent sind wir dann da. Ja. Ja, das. Aber weißt du, was an der Geschichte nicht passt? Der andere da hat ja nicht von Männern gesprochen. Der hat ja gerade von Frauen gesprochen, wie geil richtig, die gerade sind. Richtig, das wurmt mich auch schon wieder, genau. Das ist, ja, das wollte ich noch sagen. Sie haben ja schon wieder über Frauen geredet. Dass sie jetzt in der Schule ein paar geile neue Weiber haben und dann fässt er den einfach an. einfach random, ne? Out of the blue, einfach so, ja. Ja, einfach, ja, wieder hier so, zack. Gerade keine Weiber da, aber du bist da, zack, bumm, und fertig. aber findet Weiber geil. Weiber geil, genau. Ja? Und dann bummst da Rainer und stellt sich Frauen vor. Keine Ahnung. Ich weiß auch gerade nicht, was das hier schon wieder soll. Da werde ich nicht schlau draus. Was soll denn das? Schön. Ja. Stell mir geile Weiber vor und dann flank ich den Rainer weg, ja. Da wird der Rainer weggeflankt. So mal zwischendurch. schon wieder. Ey, komm. Oh, Hilfe. Schön. Weil du, weiß nicht, ob du schon mal im Whirlpool nackig gesessen warst, da registrierst du Bewegungen oder Berührungen nicht sofort, weil du ja auch denkst, manchmal sind einfach Blasen oder irgendwas. Und das hat dann so gekommen, dass das dann halt, hattest du da jetzt welche rein, ja. Und es ist dann halt im Prinzip so gekommen, dass ich dann halt irgendwann gemerkt habe, dass ich hart werde und dass er halt anfängt zu grinsen, der Wichser. Und ja, dann habe ich halt auch immer einen Übergang zu ihm, als ich dann gecheckt habe, was los ist. Und dann habe ich halt ihm angewichst, während er mir angewichst hat. Ja. Und das ist dann auch, ich glaube, das haben wir dann auch bis zum Ende durchgezogen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann sind wir später zu ihm ins Zimmer. Und er hat halt gefragt, ob ich halt nochmal wegen mehr machen möchte, wegen weiterspielen möchte. Und ich gesagt, naja, also ich habe nichts dagegen, so, ne? Und dann hat er gemeint, ja, gut. Ja, einer geht kotzen. Da müsste ich jetzt auch weg, ey. Hält ja keiner aus hier. Dann haben die da sich beide zum Ende gebracht im Whirlpool, der aber nun wirklich nicht groß ist und bei seinen Eltern ist. Und dann schön ins Wasser rein, oder wie, oder was? Ja, eiskalt ins Wasser rein. Ja, und wahrscheinlich haben sich danach, weil das kann man sich gerade ausdenken, die Eltern reingesetzt. Und haben sich gewusst, Sicherheit, boah. Ja. Und wieso schäumt der heute so stark? Sowas. Ey, komm. Jo. Es ist schon wieder, es nimmt echt ungeahnte Höhen hier. Also dieses Video, muss ich sagen, ist also echt super. Er hat es vor ein paar Tagen erst online gestellt. Ne? Das ist nur erst ein paar Tage alt. Also da steckt ja alles drin. Wir haben den Rage Lord, wir haben den Geschichtenlord, ein bisschen Paulanergarten, wir haben hier den Lügenlord, da sind alle wieder dabei. Das ist schön.
Ja, die ganze Shitshow wieder versammelt. Herrlich. Der Anfang war ein wenig. Da waren wir ein wenig ruhig am Anfang, aber es baut sich auf. Das ist so exponentielles Wachstum, ja, dieses Ding. Das geht wie so ganz steil nach oben am Ende. Dann macht's BUM. Ja, schon. Am Ende werden alle geflankt. Ja, genau. Am Ende wird nur noch geflankt. Dann machen wir weiter. Dann habe ich halt, hat er halt so gemeint, ja, ob ich ihn halt ficken will. So, habe ich gesagt, ja, wenn du da nichts dagegen hast. Aber nicht, dass es hinterher heißt, ne, ich mache irgendwas, was du nicht willst. Da vorne ist ein anderes Floß. Ja, perfekt. Das können wir uns dann gleich mal snacken. Rainer hier wieder, ne? Er hier, der Dominante, der krasse Ficker. Und dann fragt ihn jemand, sagt das auch richtig direkt zu ihm. Sag mal, willst du mich ficken? Und er ist, ich weiß ja nicht, ich möchte eigentlich nichts machen, was du nicht unbedingt möchtest. Aber wenn du es so sagst und in dieser Art formulierst, kann ich da eigentlich nicht widerstehen. Also ich denke mal, ich würde jetzt nochmal mit meiner Sekretärin reden, aber eigentlich habe ich da so gerade nichts dagegen. Rainer, wieso sollte dir das jemand sagen, wenn er das nicht möchte? Keine Ahnung. Was kann man an diesem Satz missverstehen? Hä? Ja, für jeden normalen Menschen ist eigentlich nicht missverständlich. Genau. Ja, eigentlich. Das ist das mit dem Zaunfall. Das ist ja schon wirklich mit dem Zaunfall gewunken, wenn man diesen Satz macht. Gewunken? Ins Gesicht geschlagen. keine Ahnung. Aber Rainer weiß es halt trotzdem nicht. Aber er ist halt der super dominante, der Sexgott. Ne? Mit allen. Sexgott mit Riesenpensi. Mit allen Wassern ist er gewaschen, hat alles schon gemacht. Klar. Alles mit 17. Genau. Okay. Das dürfen wir nicht vergessen hier. Mit 17. schön. Ja, in den letzten Minuten, Leute, wird's nochmal knackig. Ja, knackig und echt sexy. Special Ressourcen drauf. Da sparen wir uns manchmal Metall und so. Ah, da müssen wir oder. Also für dich als Bisexuell, das ist auch eine voll nice Erfahrung. Das war auf jeden Fall cool, ja. Es war mal was Besonderes auch, ne? Ich meine, das macht ja, glaube ich, auch nicht Unterschied, ob es jetzt ein Rollstuhlfahrer ist oder nicht. Für mich macht es sowieso keinen Unterschied, weil ich bin ja, wie gesagt, mit solchen Menschen aufgewachsen. Also, ich bin ja mein Leben lang mit solchen Leuten unterwegs gewesen. Also, pass mal auf, wenn wir jetzt da jetzt drüben sind, wie muss der... Wie das jetzt mit solchen Leuten? Ja, ich muss ja zwar... Das klingt so richtig von oben herab gerade. Ja, aber das war ja noch nie von oben herab. Nein. Oder nicht unsere Lordschaft, also das, so weit kommt das noch, was der mal von oben herab, da erinnere ich mich an Sätze wie, ich heiße Winkler, aber wegen Respekt, du Spast. Genau. Also. Mein Lieblingssatz, was Respekt einfordern angeht, ne, das mache ich auch, ne? Also, mache ich auch. Ja, auch wie er sich sowieso sonst immer zu seinen Untertanen im Discord halt verhalten hat, so. Ja. Klar. Mein Gott. Ich glaube, ein bisschen ist, glaube ich, noch, aber nicht mehr viel. Wir haben noch. Wir haben noch 12 perfekt. Sekunden. Die werden auch ausgereizt. Also. Alles durch bis zum Ende hier. Und dann musst du hochklettern. Da kannst du hochklettern und dann an der Stelle hochspringen. Und da ist dann eine Kiste und, oder nee, die ist sogar unten drunter. Weil ich muss nämlich paddeln. Ah. Da ging es nur noch um das Spiel. Das ist natürlich uninteressant, wenn man das Spiel sieht. Richtig. Das bringt uns natürlich. Richtig. Ja, also. Hervorragend, das Video. Also muss ich echt sagen, das war mal wieder richtig eine Perle. Hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Großartig, wirklich. War eine super Sache. Mal schauen, wie es so aktuell auch weitergeht mit unserem Rainer. Das wird richtig spannend werden. Also, er wird ja wahrscheinlich weiter seine Podcasts machen und immer weiter eskalieren bei seinen Blogs. Das ist ja, wenn man sich die letzten halt angeguckt hat, ne, dann wird einem schon klar, dass geht in eine sehr interessante Richtung auf jeden Fall. Richtig. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, jetzt kommt ja auch noch in
dieser Sache. Jetzt hat er ja vorhin gesagt, mit 16 war Kampfsport. Jetzt ist er mit der 7. und 9. Klasse rum. Mhm. Das heißt so, 14 ist er aktuell, ja, so auf seinem Podcast. Ja. Und ich warte ja drauf auf diese Messerwurf-Geschichte und Kampfsport-Geschichte. Darauf warte ich ja. Ne? Also ich bin da heiß drauf. Zu Recht. Also da muss ich dir sagen, ich glaube, wenn ich jetzt richtig rechne, 3 Jahre im nächsten Podcast, glaube ich. Theoretisch ja, wenn er es reinnimmt. Ich traue ihm zu, dass er es natürlich absichtlich weglässt. Ich traue ihm aber auch zu, dass er es absichtlich reinnimmt, weil es halt wieder schön Backslash gibt, dass er halt da wieder richtig schön Reichweite mit generieren kann oder halt Klicks generiert, wenn er da wieder so einen Scheiß erzählt. Und seinen Algorithmus wieder erhöht, damit man ihn wieder findet. So ist es. Ja. Also da, liebe Leute, heiß aufpassen. Aktuell hat er ja auch jetzt Saunaverbot. Saunaverbot, genau, wie ich ja verlesen habe. Es bleibt spannend. Geht das auch nicht mehr? Den Link zu dem Video knall ich euch in die Videobeschreibung. Dankeschön. Und gerne. Ich weiß zwar nicht, ob es Leute finden, aber in den meisten Fällen finden sie es. Ja. Gucken sich ja alles an. Und ja, ansonsten, hast du sonst noch irgendwas dazu zu melden? Ich glaube, so von meiner Seite war es das eigentlich auch soweit. Also wie gesagt, hat mir großen Spaß gemacht. Ein sehr gutes Video. Konnte man sehr schön drüber reden. Ich finde immer schön, wenn man so was guckt und dann driftet man so richtig schön irgendwo ab und ist dann so, weiß ich nicht. Es ist manchmal ganz interessant, wo die Reise so hingeht, wenn man so irgendwie so kommuniziert. Also wenn man jetzt alleine irgendwo drauf reactet, dann passiert sowas natürlich nicht, weil ich sitze ja hier nicht und führe so lange Selbstgespräche auf einmal. Also das ist eher selten. deswegen, das finde ich immer ganz angenehm, wenn man dann irgendwie irgendwo landet, wo man eigentlich gar nicht dachte, dass man da irgendwann hinkommen wird, aber dann ist man in dem Moment da. Das ist großartig. Kann nur sagen, wie gesagt, danke fürs Zugesehen getan haben, auf jeden Fall. Man sieht sich auf jeden Fall, beziehungsweise hört sich. Und von meiner Seite auf jeden Fall, stay strong forever and always, metal off und munter bleiben. Und bis zum nächsten Mal. Ja, es war sozusagen das Schlusswort. Ich sag dann auch mal, viel Spaß mit dem Video. Ja. Hat auf jeden Fall einiges an Zeit beansprucht. Und ansonsten, liebe Leute, bleibt anständig. Ja. Und euer Mad Dog und Hagebuttene, umgekehrt. Ja. Euer Hagebuttene und euer Mad Dog sagen jetzt, Mittel auf.